oder sagt, ein spannendes Thema und ein Gedenktag mehrerer Heiliger. Verehrte Damen und Herren, damit meine ich nicht die Verabschiedung des Akademiedirektors, sondern die Heiligen, an die die Kirche heute denkt. Wären wir in Aachen oder in Frankfurt, würden wir heute das Fest des Heiligen Karls des Großen feiern. Jener Kaiser, der Europa einte, die Kirche prägte und eine erste, nämlich die karolingische Renaissance, zum Blühen brachte. Nun sind wir aber weder in Aachen noch in Frankfurt, sondern in Dresden. Und hier wird, wie sonst auch überall auf der Welt heute, neben dem Sonntag des heiligen Thomas von Aquin gedacht. Jenes Kirchenlehrers, der nicht nur Jahrhunderte der Theologie im Denken prägte, sondern auch die Vernunft mit eigener Spiritualität verband. Oder kurzum, heute begegnen sich im Kirchenkalender Theologie und Politik, Vernunft und Glauben, Machtwesen und Ethik. Was für ein Tag, über innen und außen nachzudenken. Und vor allem über die Spannung, die sich im Dazwischen ereignet. Verehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass hier für heute der Bischof von Hildesheim, Dr. Heiner Wilmer, angereist ist. Der Ordensmann aus meiner näheren Heimat, aus der Ostperspektive ist das alles irgendwie schon, ja, ich weiß nicht, aber meine Heimat. Der nicht nur die Verantwortung für eine Diözese, sondern auch der Vorsitzende von Justitia und Pax sowie Vorsitzender unserer Bischofskonferenzkommission für gesellschaftliche und soziale Fragen ist. Vom ganz anderen Ende der Republik, nämlich aus Ulm, ist die ehemalige Bundesministerin und Vatikanbotschafterin Frau Annette Schavan angereist. Unsere Akademie ist ihnen vertraut. Nicht umsonst waren sie in den vergangenen Jahren öfters zu Gast, um öffentlich und in kleiner Runde von den Herausforderungen und Chancen christlichen Glaubens in einer veränderten Gesellschaft zu sprechen. Ich freue mich, dass Sie beide heute Abend mit uns darüber nachdenken wollen, wie wir ein gelungenes Verhältnis aus Freiheit und Verantwortung hinbekommen. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen in unserer Kirche. Eigentlich wollten wir mit dem Lyriker und Dresdner Stadtschreiber Uwe Kolbe den Abend einrahmen. Ich schätze seine Literatur als eine wertvolle Annäherung eines areligiösen Menschen an die Gottesfrage. Ein Mensch unserer Zeit, ein Heide, wie er selber sagt, der Gott verpasste. Jedoch ist er leider bei Glatteisen so unglücklich gestürzt, dass es ihm heute Abend nicht möglich ist, hier ohne Schmerzen vor Ort zu sein. Dies ist bedauerlich. Umso mehr wünschen wir Ihnen gute Besserung und hoffen, dass Sie bald an anderer Stelle in der Akademie wieder einen Raum gegeben wird, dass wir ihn begrüßen können. Er ist nicht nur ein Sucher nach dem Transzendenten, sondern auch ein Wissender um den Wert geistiger Freiheit. Dieses Land weiß, was es bedeutet, in Freiheit zu leben. Lieber Bischof Joachim, du kannst mit deinem Leben erzählen, was die nächste Generation noch gestalten muss. Freiheit ist nicht selbstverständlich. Sie braucht den Mut des Moments. Du hattest ihn 1989 in der Friedlichen Revolution
als die Menschen Orte des freien Wortes suchten. Und er hat es ihn im Jahre 2000 mit der Gründung der Akademie in ihrer jetzigen Form, als die Menschen Denkräume mitten im Umbruch sein sollte, Abend in der Unterweisung herzlich. Mit dir begrüße ich alle Mitglieder im priesterlichen Dienst, ebenso wie alle Menschen, die in unserer Kirche auch und ehrenamtlich Verantwortung tragen. Besonders möchte ich Frau Ich sehe, wir haben viele aus unseren Vereinen, aus dem Ordinariat, aus dem Bereich der Caritas, aus der Schule, insbesondere der Rahmen nach dem Event von der Ukraine. Herzlichen Dank. Sie alle gestalten nicht nur die Kirche, sondern ermöglichen auch auf verschiedene Weise der Akademie, dass sie wirklich haben. Heute möchte ich an dieser Stelle ganz besonders das ganze Team der Akademie mit ihrem Berater Professor Tiefensee herzlich begrüßen. Ihr Denken und Tun ist nur gemeinsam lebendig akademisch. Ihr Arbeiten hat uns in den vergangenen Jahren zum Streiten angeregt und zum Versöhnen angeleitet. Sie haben viel Energie in den heutigen Abend gelegt. Dafür danke ich Menschen herzlich. Anliegen dieser Akademie ist es, Sinnstifter, Vermittler und Impulsgeber zu sein. Damit ist sie eingebettet in eine Akademie von über 20 Leuchttürmen der Bildungsarbeit im deutschsprachigen Raum. Herzlich heiße ich vom Vorstand des Akademieleiterkreises, den Magdeburger Direktor Reinhard Würz, willkommen. Wenn eine Gesellschaft in einer Krise der Freiheit zu rutschen droht, braucht es genau diese Einrichtung. Es braucht aber eben auch jene, die daraus Haltung entwickeln oder regieren und dafür Mehrheit suchen, damit das Land ein menschenwürdiges Antlitz erhält. Stellvertretend für die gesamte Staatsregierung begrüße ich herzlich Frau Staatsministerin Barbara Kepsch und Frau Staatssekretärin Werdens. Ebenso freue ich mich in der Anwesenheit der Volksvertreterinnen und Vertreter aus dem Bundestag und Landtag. Seien Sie uns heute Abend herzlich willkommen. So plural sie unsere Gesellschaft in Freiheit entfalten kann, so sehr braucht sie auch Grenzsetzungen und deren Vollzug. Ich freue mich, dass der Polizeipräsident des Staates, In den vergangenen Jahren wurde nicht selten gesagt, die Akademie sei politischer geworden. Nach meinen bisherigen Worten könnte man dies meinen. Aber wie vielfältig die Akademie in unserem Land unterwegs ist und hineinwirkt und dabei Brücken stellt, zeigt die Anwesenheit von Kunst- und Kulturschaffenden ebenso
wie Vertreter der Wissenschaft. Die Akademie war schon immer stark, wenn sie mit anderen Partnern, die Denkerinnen und Denker unseres Landes, miteinander in Kontakt gebracht hatten. Deswegen sind uns heute Abend viele Vertreterinnen und Vertreter der Kooperationspartner willkommen. Keiner soll an diesem Abend vergessen werden, aber einer soll besonders hervorgehoben sein: die Evangelische Akademie. Die beiden Bildungseinrichtungen sind zwar auf verschiedenen Webseiten, aber haben spätestens mit dem Sachsen-Gruppen gezeigt, wie fruchtbar sie wir alle werden können, wenn sie gemeinsam mutig vorangehen. In dieser ökumenischen Verbundenheit begrüße ich ebenso herzlich die Vertreter der Evangelischen Landeskirche, allen voran die Präsidentin der Evangelischen Lutherischen Landeskirche, Frau Westfeld, und die Superintendenten, den Pfarrer der Frauenkirche und Oberkirchenabzähler. Herzlich willkommen. Viele von Ihnen wird die Debatte zwischen Bischof Wilmer und Frau Schaban und die Texte von Uwe Kolber angeregt haben, heute Abend hier dabei zu sein. Aber es ist nicht auszuschließen, dass sich manche von Ihnen auch vom bisherigen Direktor verabschieden möchten. Dafür soll es selbstverständlich auch Gelegenheit geben. Lieber Herr Arnold, liebe Frau Arnold, liebe Eltern von Herrn Arnold und liebe Freunde und Wegbegleiter von Herrn Dr. Arnold, Ihnen allen ein herzliches Willkommen heute Abend in diesem Saal. Wir wollen uns jetzt mit Ihnen allen zusammen, Sie, lieber Herr Dr. Arnold, in Ihrer Funktion als Direktor der Naturakademie des Bistums Dresden-Meißen, diesen Abend jetzt zu moderieren und zu leiten. Alles Gute dabei, indem Sie jetzt hier hoch sitzen, viel Mut und Kraft und Segen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Abend. Natürlich freuen wir uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie merken es schon, ich lehne mich zurück. Ich lasse mir gemütlich das letzte Mal. Ich an dieser Stelle. Ich verspreche Ihnen auch, es wird nicht allzu lang. Wir haben uns geeinigt, wir machen drei Blöcke. Wir wollen über das Innen und Außen sprechen. Wir wollen es locker gestalten und trotzdem an den Kern der Debatten kommen, sich Freiheit und Verantwortung. Und deswegen freue ich mich auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, lieber Alain Schaban. Herzlich willkommen, Herr Bischof Wilmer. Vielleicht fragen sich einige von Ihnen, warum gerade diese Wahl. Deswegen ein Satz von mir am Anfang. Zu Uwe Kolber werde ich ganz am Ende etwas sagen. Aber wir drei haben jeweils unabhängig voneinander eine Geschichte. Bischof Wilmer ist Vorsitzender der Kommission 6 für soziale und gesellschaftliche Fragen. Und wir saßen jetzt schon mehrfach zusammen und haben gerungen, wie kann Kirche Gesellschaft voranbringen? In der Frage von Ökonomie, in der Frage von Ökologie. Da reden wir immer ganz viel über Politik und wie wir sie finanziert wollen als Kirche und merken zugleich, Menschenressourcen sind beschränkt. Wie kriegen wir das hin? Dabei kann man die verschiedenen Einheiten des Unternehmens haben, die Akademie und die Welt, die Akademie. Und deswegen sind wir heute, die sich heute den Weg gemacht haben, heute herzukommen. Mit Frau Schaban
gab es viele Gespräche. Ich habe oft mit ihm gesagt, mit Aletischer Wahl ist es großartig, mit Podium zu sitzen. Aber noch großartiger ist es danach beim Essen oder bei einem Wein zu diskutieren und noch weiter zu denken. Und deswegen freue ich mich, dass diese zweite Perspektive heute Abend mit dabei ist. Wenn wir aber einsteigen, dann sitzen ja auch Personen, Menschen vor uns und nicht nur Bischöfe oder Politikerinnen. Deswegen, Frau Schaban, Sie waren Bundesbildungsminister, Sie waren radikal Botschafterin, Sie waren Leiter des Usanus, Sie waren in vielen verschiedenen Funktionen. Was macht den Menschen Schaban aus? Was macht die Rheinländerin aus, die Baden-Württembergerin? Wer sind Sie? Das fängt ja schon gut an. Erstmal darf ich sagen, wir gehen uns an die Heiligen des Tages, ne? An den großen Thomas von Aquin. Dr. Arnold heißt Thomas. Ich bin freundlich, ich habe heute Namen gesagt. Dazu war ich hier wegen Frau Rechter. So, das ist die Rheinländerin hier. Die bleibt auch, egal wie lange ich in Baden-Württemberg lebe. Schwäbisch bin ich nie reden können und Schwäbisch auch nicht. Ich schätze sie, weil Schwaben und Wagner groß, aber ich bin Rheinländerin. Das sagt viel über mich, nicht nur die Art meines katholischen Seins, der rheinische Katholizismus. Dem unterstellen manche, er meine es nicht ernst genug oder sei ein bisschen liberal. Das nehmen wir zur Kenntnis. Ich würde eher sagen, wir haben ein weites Herz und haben das mit den vielen Wohnungen des Herrn ganz ernst genommen oder nehmen das ganz ernst. Und das hat mir in der Politik sehr geholfen. Auch der feste Wille, die Fähigkeit nicht ganz aufzugeben, egal wie weit ein ganzes Wasser steht. Und es gibt ja kein öffentliches Leben, in dem einem nicht hin und wieder das Wasser bis zum Hals steht. Ja, so würde ich mich beschreiben mit all dem, was Sie so von Rheinländern wissen oder kennen. Und an Karikatur natürlich, auf den sprechen wir irgendwie. Früh, auch das gehört zu mir, das Interesse auch politisch. Ich bin zwar nicht ganz früh in die Politik gegangen, war erst 15 Jahre in der Kirche tätig, in der kirchlichen Einrichtung, unter anderem in einem Ordinariat. Und meinen Ministerkollegen habe ich immer gesagt, nie habe ich im Leben so viel gelernt, wie als Abteilungsleiterin unserem Prälaten in einem Ordinariat. Das ist die beste Schule für jedes Ministeramt. Das war in Aachen übrigens, noch unter Bischof Klaus Hämmerle. 15 Berufsjahre, also immer irgendwie im Raum des Kirchlichen und dann mit der Politik und wir haben es lieber heute. Herr Bischof Wilmer, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen in Emsland. Sie haben beide Welten der Theologie eigentlich kennengelernt: Paris, Rot und Lyon. Nur Dresden liegt noch nicht in der Auflistung, aber es geht jetzt. Aber jetzt sind Sie eben Bischof von Hildesheim. Wie definieren Sie denn für sich die Grenze zwischen diesem Innen und Außen, zwischen der Person Rainer Wilmer und des Bischofs? Also zunächst einmal, lieber Herr Arnold, vielen herzlichen Dank für die Einladung, hierher zu kommen nach Dresden. Freut mich sehr. Für alle freut es mich, dass ich der Nachbar wäre an dieser Seite der Schülerinnen und Schüler vom Benno-Gymnasium, weil, was ihr nicht wisst, mit euch habe ich schon eng und gäbe es das deutsche Wort Angst. In der Nordfach Angst zusammengearbeitet, denn ich war Schulleiter gewesen und habe damals mit dem Benno-Gymnasium über Pater Frido Pflüger. Super zusammengearbeitet, ein toller Mann, der mich total inspiriert hat. Einige Projekte, als damals die Elbe über die Ufer ging, haben unsere Schülerinnen und Schüler 82.000 Euro gesammelt für euch, bloß ein Auto, ein Mazda, ich weiß noch, ich habe ein toller Austausch, bis heute, und wenn ich dann leiden müsste, warum ich das nach Hause gehe. Der ist auch da. Für gezeigt. Ja. Ja. Ja, und Pater Flüger, leider, so viel verstorben, wunderbarer Mann, ging nach Uganda, mit seiner badischen Sprache, der sagte immer, bitte, Pater Wilmer, was nicht geht, gibt's nicht. Wir gucken. Er hat eine unheimliche Energie, ein großes Herz für Schüler und was mich
zutiefst geprägt hat als Mensch, als Bischof, ist tatsächlich die Arbeit, ich habe vom Bauernhof, stimmt, mein Vater war auch Bürgermeister, CDU, massiv für das ganze südliche Elbsand zuständig, während in der Verwandtschaft allerdings auch SPD-Leute, Schwager und mein Vater und der Sohn, mein Cousin, links außen SPD, Münster, Schwager, groß, was ich damals nicht verstand, aber was mich bis heute zutiefst prägt, die Männer, die waren natürlich alle viel älter als ich, auch Cousins, wir waren der Jüngere oder waren der Jüngere, sie hätten nichts gestritten, aber sie hätten nie persönlich. Das haben wir nie. Ich habe kein schäbiges Wort, wie du Blödmann oder wie auch immer. Also glührot. Die Köpfe haben sich gemobbt in der Garage und jetzt hat das für die Kultur gut streiten können. Eine Kultur des Streitens, auch in der Familie, der Parteien. Was ich aber sagen will, die Schüler haben mich zutiefst geprägt bis heute und die Arbeit mit jungen Menschen. Auch das radikale Nachfragen, ein Herz haben, prägen zutiefst als Bischof. Und ich bin den jungen Menschen dafür dankbar, wie sie mich heute als Mensch, als jemand mit Verantwortung für andere im Dienst an andere Menschen geprägt haben. Herr Bischof, ich würde gerne schon mal eine Frage fragen. Sie sind ja als Mensch, auch ein spiritueller Mensch, Frau Schamanen auch, aber Sie erleben auf der anderen Seite als Politikerin, als Bischof, Sie müssen Entscheidungen treffen, Sie müssen gleich hier vertreten und sich innerlich schwer tun. Wie halten Sie denn diese Spannung aus? Wo haben Sie, wie gehen Sie um, wenn Sie Angst haben, unglaubwürdig zu werden? Das sind ja mehrere Themen. Machen Sie mal darauf. Ja, also mit Entscheidungen, sagen wir mal so, ich bin, als ich anfing in Hildesheim als Bischof, habe ich den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern gesagt, in der kleineren Wohnung, aber auch in der größeren. Ich habe ihnen gesagt, ich stamme aus der Ordensgemeinschaft. Die Ordensgemeinschaft ist demokratisch gewählt, mit ganz demokratischen Strukturen, mit Rechenschaften, mit Checks and Balances. Und ich habe gesagt, ich bin kein Single in der Leitung. Und ich habe ihnen wirklich gesagt, alleine bin ich vielleicht schnell, aber gemeinsam kommen wir weiter. Und ich will mit der besten Option aus diesem Raum herausgehen, welche Entscheidungen treffen. Es muss nicht meine sein. Ich mache Vorschläge, mache die Gegenvorschläge, wir rütteln und schütteln uns, das Wort schütteln endlich schon. Wir schütteln uns gegenseitig, ich will das mit dem Besten rausgehen. Was mir hilft, ist das Team. Ich bin nicht alleine unterwegs, mit anderen. Mir hilft auch der Glaube, dass es Gott gibt, ich glaube an ihn, er hält mich und mir hilft natürlich Humor. Weil Humor für mich etwas ist, das mich in Distanz zu mir selbst bringt. Ich nehme mich nicht so wichtig, kann auch über mich selbst lachen und das entspannt mich und zum Teil auch tief entspannt. Ja, als der Bischof eben Karl Gust und Thomas von Aquin genannt hat, und dann zugeflüstert hat, also Macht und Demut, habe ich ihm zugeflüstert, okay, Sie sind heute für die Demut und zuständig für die Macht. Das habe ich aber schon gesagt, dass das aber klar war. Ja, also Spiritualität ist ja kein Mittel, ist ja keine Haltung, die vor Entscheidungen bewahrt, sondern es ist ja ist doch auch, denke ich, das, was der Weg, den jeden und jeder von uns versucht, als den Glauben bemühter Mensch, um gerade zur richtigen Entscheidung zu kommen. Und in der Politik natürlich. Ich habe Themen gehabt, wie was jetzt meine Mitgliedschaft in der katholischen Kirche angeht, zumindest eine kleine Belastungsspur war. Also denken Sie nochmal an so Dinge wie Bausetzung, Themen in der Forschungspolitik, wo einfach klar war, das und das erwarten die Katholiken von dir. Und das kriegst du jetzt aber, das geht jetzt gerade nicht. So, und dann muss man viel kommunizieren, das haben wir damals auch geplant, aber wurde es dann schon auch natürlich zu einer Konfliktsituation. Aber nochmal gesagt,
Wenn wir jetzt auf den Weg gehen zu sagen, spirituelle Menschen, die sollten nach Möglichkeit sich die Sachen suchen oder Wege oder Räume suchen, wo man nicht entscheiden muss, wo man nicht in Konflikte gerät, dann wäre es ja ganz, ganz komisch. Ich fand so Situationen anstrengend. Oder denken Sie mal, das ist jetzt schon, das war das 97, in Baden-Württemberg, ein Referendarin im muslimischen Glaubens mit Kopftuch. Das hat das ganze Land hinaufgebracht. Und ich weiß noch, dass ich anfangs gedacht habe, oh nee, das packe ich jetzt aber nicht an. Ich meine, Religion und so. Oder, Alex, es muss jetzt aber was entstehen und es muss verboten werden, was ich überhaupt nicht kann. Ich dachte, Alex, aber jetzt was sehen, ist das, das Referendariat zu ändern. Das kann ich kann jetzt nicht mehr das verbieten. Dann habe ich händeringend einen Schulleiter gesucht, der bereit ist, dieses Referendariat zu Ende machen zu lassen. Das hat mehrere Anläufe gebraucht, bis ich einen Grund habe, gesagt habe, okay. Aber dann ist Schluss, dann muss die Welt. Dann großes Power. Und natürlich wusste ich, das ist keine 100-Zu-Entscheidung. Wie ist ja überhaupt im öffentlichen Leben, eigentlich auch im Leben generell, glaube ich, seltenst eine 100-Zu-0-Entscheidung. Es sind immer Entscheidungen. Und die kompliziertere Sache ist umso mehr, wo man sagt, abwägen und wie, oder kommt man zum besten Fall zu 70, zu 30 oder 80, zu 20, ist schon ganz außergewöhnlich. Also, ich finde, Christin, das heißt, so habe ich es immer verstanden, heißt eben nicht so sich rumhocken, wo man nicht gefordert ist, wo alles immer so aussieht, als sei es gut, sondern auch im Schatten geht. Großen Auseinandersetzungen dieser Gesellschaft. Ja, wer da? Aber bei Schatten gibt es ja drei Kategorien des Endes. Wir winnen, verlieren, quasi scheitern und bewusst. Man hat das Gefühl, man hat trotzdem verloren. Wie geht man denn um als Person mit diesen drei Kategorien? Ja, in dem Fall gilt der Satz meines ersten Chefs in der Politik, dem Teufel. Wer immer uns eingebläut hat, förmlich, erst kommt das Land, und dann kommt die Partei und dann kommt die Person. Dann kann es auch sein, dass ich da jetzt ganz lustig aussehe, aber doch eigentlich will ich sagen, das war jetzt eine wichtige oder richtige Entscheidung. Wenn du dann in dem Moment entscheiden willst, jedenfalls in der Politik, dann im besten Fall nicht mehr um die Person geht, zu entscheiden. Wie sieht denn das in der Kirche? Also in der Kirche würde ich auch sagen, es geht darum, dass der einzelne Träger hinter dem Amt zurücksteht. Also das ist aber das Beste, ist der Gottesdienst. Wenn Sie so wollen, es geht nicht um die Person, die dem Gottesdienst vorsteht oder um die Personen, die dem Gottesdienst vorstehen, sondern darum, Raum und Zeit zu ermöglichen, damit die anderen Menschen, die da sind, mit dem Geheimnis unseres Lebens in Verbindung kommen, damit die anderen Raum und Zeit finden, das Mysterium zu erfahren, den je größeren, jene Liebe, jene Zuneigung verspüren, die sich nie aufbraucht und auch die Anbetung in Würde, in Respekt, zu einer eigenen Größe, wenn es einfach aufblühen. Also, wir sind nur irgendwie ein Pilzorgan. Lässt sich damit Schulden Kirche leicht ertragen? Lässt sich damit Schulden Kirche leicht ertragen? Schuld in der Kirche. Das hängt damit zusammen, es ist ein anderes Thema. Die Schuld, wir sind schuldig, definitiv, als einzelne Menschen. Ich bin schuldig, auch persönlich. Und unsere Kirche ist, das ist auch schon öffentlich gesagt, auch mit viel Schimpfen, wir sind auch als Institution fehlerhaft, definitiv. Das Zweite Vatikanische Konzil, Lumen Gentium, wichtige Konstitution, wichtige Schriftstück, sagt, die Kirche ist nicht nur heilig, sie ist heilig von Gott her, aber
sie ist auch gesündig. Von den Menschen, und die Kirche besteht eben aus Sündern. Und von daher ist das Thema Schuld und Sünde auch immer institutionell und persönlich. Lassen Sie uns gleich mal über die Kirche nachdenken. Wir haben gesagt, wenn ich über Gott nicht persönlich da sein kann, dann bitten wir zumindest einen Text, und er hat zwei Texte ausgesucht, mit einer zu sprechen. Wir sind meine Seine, wieder nach alter Art, gebeten. Willkommen Sie, wie sind es, wie habe ich immer. Aber es sind keine Wiedergeborenen. Singe, so singen die doch, weil auch nicht recht gebeten. Sind meine Psalmen Ansprache dessen, der Gott war, an ihn, an Gott in seine tausend Gewänder, nach seiner irdischen Liebe. Am Ende des Lasters sprach der Kinderheit. Noch aus dem Feuer der irdischen Liebe, noch aus der Lust, noch aus dem Schmerz. Aber das sind nicht Psalmen, die auf einen Himmel ausgehen. Das sind Gedichte, Fragen und auch manches Flehen. Darin ist am Ende doch wieder der ganze Eifer. Unter meinen sind keine von der sicheren Seite gesprungen. Das unterscheidet sie deutlich, wenn weiße Psalmen in der Schrift gesammelt sind. Die strotzen noch in größter Pein von Gott von morgen. Ich habe nun keinen anderen gefunden, als ich der Name der irdischen Liebe erschöpft. Es gab keinen Ersatz dafür auf Erden. Ich sagte Gott, und als ich ihn ansprach, verweigerte er sich nicht. Aus verlorener Nähe der Liebe wurde Nähe zu Gott unmittelbar. Das ist der Gedanke. Nimm sie einmal so. Diesen Psalmen eines Heiligen, der Gott verpasste, weil keiner meine Kinder ging, der sagte, hörst du die Stimme? Wir kommen zum Kind, der sagte, hörst du die Stimme? Am Unendlichen, Freiburger Auswärtsspiele. Jeden Tag neu aussetzt. Seine Tendenz zeigt hin zu immer weniger. Gehen hin zum Kind und sagen, weißt du eigentlich, wer Gott ist? Wie geht es denn weiter mit Kirche und Glauben in Deutsch? Dann geht's gut. Sehr gute Antwort, eigentlich ganz einfach. Ich knüpfe mal an beim letzten Satz. Hörst du die Stimme? Ich finde das ein großartiger Schluss dieser Sequenz, die Sie vorgetragen haben. Zugleich ist diese Aufforderung zu hören der Schlüssel und das Herz der ersten fünf Hüter Mose, der dritte. Wenn es dort heißt, Shema Israel, Yahweh, Uimu, Yahweh, Echad, höre Israel, Yahweh, unser Gott, Yahweh ist einzig. Und dieses Hinhören prägt unsere Kultur, prägt übrigens auch Sachsen, weil dieser Landstrich, übrigens auch der Landstrich in Ostniedersachsen, massiv geprägt wurde durch die Regel des heiligen Benedikt, Zisterzienserorden Benediktiner, die mit dem Verb beginnt, höre, mein Sohn, auf die Lehren des Vaters, neige das Ohr deines Herzens und nimm die Weisung des üblichen Vaters mächtig an. Also der Mönch, die Ordensfrau, der Ordensmann, soll als Hauptbotschaft hinhören. Anders formuliert, ich glaube, mit Blick auf die Frage der Ahnung, wie geht es weiter mit der Kirche? Wir brauchen unsere Sinne. Alle Sinne. Und die in Kirche Verantwortung haben, müssen sinnliche Menschen sein, die nur mit weiten Augen, mit offenen Augen diese Gesellschaft, in der sie jetzt leben, wahrnehmen, die Themen der Menschen kennen. Sie müssen hinhören und nochmal hinhören. Sie müssen lieben. Papst Franziskus spricht vom Geruch der Schafe, also das, der Wissen, was steht an, und natürlich das Taktile. Was ist
Fingerspitzengefühl, Feinsinnigkeit, Feinfühligkeit, wie geht Empathie, wie geht bei den Menschen sein, wie geht induktive Methoden, wie deduktive, wie sind wir bei den Erfahrungen der Menschen, nicht bei Theorien und Prinzipien. Wie nehmen wir die Geschichte ernst, in der wir stehen, auch unsere ganz konkrete Geschichte, sei es in der Familie, sei es in dieser Gegend, in der Gemeinschaft, unsere Kirchengeschichte. Und von daher, ich bin fest davon überzeugt, dass es mit unseren Kirchen weitergeht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Kirche dann eine gute sein wird, wenn sie ökumenisch ist, weil wir das Wort Jesu im Johannesevangelium ernst nehmen müssen, wenn es dort heißt, ich will, dass ihr eins seid, alle zusammen. Und wir werden noch schwierige Zeiten haben, ganz sicher. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ein Land ohne Religion, ich kann mir nicht vorstellen, viele Menschen ohne Hoffnung. Ich kann mir nicht vorstellen, viele Menschen, die eine Richtung suchen, ohne Spiritualität. Frau Schabach, Sie leben so. Ich kann unmittelbar anschließen, vor allen Dingen das Bild von der Sinnlichkeit. Das finde ich, ist eine ganz gute Haltung auch in dieser Situation. Mir fallen ganz Situationen des Abends mit fataler Chance der Kirchen ein. Mir fallen aber eben auch ganz interessante Geschichten ein. Das ist jetzt so die Situation, wir. Also wenn ich eben sage, ich bin rheinische Katholikin, ja, die Kirche meiner Jugend ist jetzt passé. Das ist aber vielleicht nicht schlimm. Das ist ja auch nicht nur, darf man nicht so nostalgisch sehen. Und jetzt ist ganz vieles im Umbruch. Ich glaube auch, es werden noch bittere Jahre. Da muss man sich auch nicht schönreden. es gibt fatale Chancen. Also ich sag mal, eine der schmerzhaften fatalen Chancen ist für mich, wie ich eine von drei Ministerinnen am runden Tisch zur sexualisierten Gewalt war. Ich habe damit viel, viel Zeit zugebracht. Und damals war schon ziemlich klar, dass das eine große Gewaltgeschichte dieser Gesellschaft. Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen, die wir uns kaum vorstellen können. Die Gespräche mit Opfern, die wir natürlich geführt haben, einen ganzen Tag lang, da habe ich Dinge mitbekommen, die ich nicht für möglich kann. Wenn mir ein Mann mir gesagt hätte, es war vielleicht meine Naivität, dass es sowas gibt. Also es war klar, das ist nicht das Thema dieser oder jener Gruppe der Gesellschaft, das ist das Thema dieser Gesellschaft. Und dann kam Walter Mechtes, beziehungsweise drei Jahre vorher gewesen. Und im Nachhinein, weil im Nachhinein ist man immer klüger, aber im Nachhinein muss ich sagen, stelle man sich mal vor, damals, 2010 war es. 28 Millionen. Das ganze Jahr 2010 und irgendwann wieder zugebracht und ist ja in all die der Institut angeschlagen, die sitzen alle auf Professuren, die sind aus dem WMBF finanziert worden, wir haben dreistellige Millionen zu investieren und zu sagen, wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen Expertise, wir brauchen Leute, die damit umgehen können. Alles Mögliche ist geschehen, aber eines ist nicht geschehen. Dass die beiden Kirchen, alle Bistümer, alle Landeskirchen, gesagt haben, wir tun uns jetzt zusammen. Und zwar sofort. Wenn alle betroffen sind, sind wir auch. Wieso soll es in der Tat nicht so sein? Wir müssen gegen die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Und die beiden, wenn sie sich zusammengetan, wenn sie an gemeinsamen Standards gearbeitet hätten, an gemeinsamen Standards auch für Entschädigung, wenn sie gemeinsame Methode, wie gehen wir jetzt vor? Wie sorgen wir dafür, dass alle Personalarten und so? Hätten Sie dieser Gesellschaft einen riesengroßen Dienst tun können?
Wir haben intensive Arbeit und Aufklärung und Prävention und sich neu aufstellen, da hätten wir das hinbekommen. Und dann wäre vielleicht auch noch besser möglich gewesen, als es jetzt möglich ist, dass der Sport gesagt hätte, ja, was die Kirche können, müssen wir eigentlich auch leisten. Und ich weiß ja noch, weil es zu den eindrücklichsten Erfahrungen meines politischen Lebens gehört, die Statements beim runden Tisch. Ich sehe die noch alle vor mir. Ich weiß noch ziemlich genau, was ich gesessen habe. Und wie völlig klar war, keiner will eigentlich sagen, sondern es war immer so, gibt ja so eine Ebene, so kurz über der Realität, wie man dann so redet. Ah. Und ich konnte nicht, natürlich, niemand konnte nicht. Und das war schon, und ich gebe aber zu, das ist ja kein Geheimnis, und das ist jetzt auch in der Zeitung gestanden, dass ich gesagt habe, ich habe den Prälaten vertraut. Weil jetzt einfach so gesagt hat, naja, also die Schamanen war immer unsere Gewähr, dass die Regierung nichts tut als Kirche, weil ja katholische genug. Ja, ich habe mit Kirchen tiefst vertraut. Vielleicht auch Schulden, die ich auch nicht geladen habe. Nicht schärfer zu sagen, also was redet ihr da eigentlich im Kollektiv? Können wir mal im Indikativ, können wir mal kurze Sätze und Ausrufezeichen dahinter, damit man weiß, was los ist. Also, es ist eben auch keiner zu mir gekommen, auch nur nicht einmal zur FH-Komitee und alles Mögliche. Es keiner zu mir gekommen und gesagt, also wie soll ich nur sagen, das ist alles noch wahrscheinlich viel mehr, als wir jetzt wissen. Und wir brauchen eigentlich die Politik nicht, dass sie uns schützt, sondern dass sie uns unter Druck setzt. Gut, er sagt es schon selbst, aber ich will sagen, das werde ich nie vergessen. Und jetzt im Nachhinein sage ich, es ist eine komplett vertane Chance. Das wäre ein großer Dienst gewesen, den man dieser Gesellschaft hätte geben können. Auch andere Gruppen selbst hinzukriegen und nicht so rumgemache, wie wir das jetzt nicht verdient ist, aber und zweitens hätte man andere, wären andere gut angesprochen zu sagen, eine Gesellschaft, das alles für sich in Anspruch nimmt, was unsere Gesellschaft für sich in Anspruch nimmt, muss bei diesem Thema eine andere Gesellschaft. Ich habe immer gesagt, eben schon 28. Januar 2010 war das, also 14 Jahre jetzt auf den Tag her. Sie haben immer Kollektiv gesprochen, hätte damals, dann könnten jetzt mit einem, jetzt mit den ganzen Kandidaten von der hätte Fahrradkette, der Zug ist abgelegt. Wir haben gelebt letztes Jahr 24, wir haben letzte Woche erlebt, die evangelische Seite, die eine Studie Forum vorgestellt hat, wo noch ein ganz anderes Studien gesagt war, etc. Und trotzdem offenbar auch in dieser Kirche ist sexuelle Missbrauch geschehen. Ich habe immer, was würden Sie nach vorne hin sagen, aus dem, was Frau Chaban sagte, was man anpacken muss, wenn man besonders wichtig ist. Und nicht einfach nur weiter reden darf, damit man vielleicht nicht in Dreh bekommt. Der ist abgebrochen. Aber wie man glauben will, würde ich diese ganze Frage stellen, wie vielleicht andere, wie Sportvereine etc. mitziehen. Ja. Zum Thema Glaubwürdigkeit, dann wegen auch die Kirche. Ich glaube, dass, wenn wir nach vorne schauen, dann einfach diese Frage definitiv mit ein paar Sachen zu tun haben und sie auch tun müssen und die auch anpacken. Erstens, es braucht weiterhin eine klare Politik für Schutzkonzepte. Überall, alle Ehrenamtlichen, alle Hauptamtlichen, dass hier konkrete Schulungen machen, auch weitere Schulungen, wie geht Nähe und Distanz. Und dann auch, was passiert, wenn es doch Übergriffe gibt, weil die wird es auch in Zukunft wieder geben. Aber dass es Mechanismen gibt und Raster, die sofort eingreifen und sagen, wir werden den Täter stellen, wir kümmern uns um die Betroffenen, um die Opfer, wir sind beide Menschen. Also wir brauchen klare Konzepte. Erstens, zweitens. Wir haben uns in der Kirche und unseren Institutionen nicht um die Betroffenen gekümmert. Es gab, wenn man sich die Akten anschaut, ich sage es mal kurz, wie bei Agatha Christie, es gab
Mord oder Leiche. Man kannte die Täter, man kannte und wusste man Verbrechen, aber das Opfer spielt keine Rolle, tauchte nicht auf. Wir müssen uns nicht um die Schwachen reden, wir müssen nicht um die Verletzten reden. Und die Menschen werden sehen, der Aufruf. Die mit verwundeten Herzen, die auch heute noch traumatisiert sind, wir haben uns nicht um sie gekümmert, nicht so, wie es hätte sein müssen. Deshalb muss ganz klar der Mensch im Mittelpunkt stehen, nicht die Institution. Im Zentrum muss stehen der verwundete Mensch, der Leider, derjenige und diejenige, dem und der es nicht so gut geht. Und nicht irgendwie der Glanz einer Einrichtung. Da sind ja Menschen mal kurz nachfragen, weil du ein dritter Kinderpunkt, aber natürlich noch eine Institution, die Kinder werden, auch Körperschaft öffentlichen Rechts ist. Immer in der Spannung zwischen dem Sehen des Betroffenen und trotzdem Verfahrenswegen zu gehen, die da auch noch beitragen sollen, trotzdem enorm kühlen für die Betroffenen. Das ist eine riesige Spannung, oder? Spannung wird bleiben. Die kann man auch nicht auflösen. Wir hatten vor wenigen Tagen unter den Bischöfen Leute von der unabhängigen Kommission für Anerkennung. Anerkennung des erlittenen Unrechts. Wenn man innerhalb der katholischen Kirche das sogenannte Plausibilitätsvertragen. Also, wenn jemand seine oder ihre Geschichte erzählt, sagen wir glauben ihm. Ja, es wird nicht nach der Legitimation gefragt, es wird nicht alles einzeln geprüft, es wird schon die Grundfrage, also wir glauben ihm. Und da sitzen in Bonn inzwischen Frauen und Männer, die geschult sind, aus dem juristischen Bereich, aus dem psychologischen Bereich, aus dem pädagogischen Bereich, aus Sozialwissenschaften, unabhängig von der Kirche, die entsprechende Zahlungen ausgeben, Anlehnung an die Schmerzensgeldtabelle, das ist das eine. Wichtiger noch sind die Gespräche, dass wir genügend Ärztinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen zur Verfügung haben, um den betroffenen Menschen ein Gehör zu geben, dass sie ihnen zuhören, dass ihre Stimme gestummt wird in einem Mund, sich öffnen kann und dass sie einen Raum finden, Raum und Zeit zu reden. Und ich finde, dieses sich persönlich dem Menschen, dem Opfer, der betroffenen Person stellen, ist ein Schlüssel für Heilung, für Umgehen mit Wunden, die wahrscheinlich am Ende immer bleiben werden, nach ihrem Namen. Aber es wird nie so sein, dass man am Ende sagt, jetzt ist aber gut. Nein, das wird nicht gut. Im absoluten Hören dessen, was Sie gesagt haben, würde ich gerne noch mal schauen, was Sie als Bischöfe gemacht haben. 2019 in Lingen, da haben Sie so einen Weg und haben Sie versucht, auch das, was innerhalb der katholischen Kirche festgestellt wurde, Reformprozesse einzuleiten. Wir waren beide so ein Weg mit dabei. Wir haben gesehen, diese 5 Tagungen, die Rogen haben, um diese Sensibilität, die Gerüche der Schafe aufzunehmen und etwas das, was vom Kirchenvolk erwartet wird, zu integrieren ins kirchliche Leben. Viel Pastoral, viel Kritik von außen. War dann wenig gut, was passiert ist? Ja, ich frage mal, Frau Schwaden, war ja von außen gesagt worden. War sehr gut von Ihnen. Ich würde schon, wenn Sie erstmal von Ihnen etwas sagen, in der Bewertung. Also, mir ist völlig klar, dass es in der Bewertung ganz unterschiedliche Meinungen gibt, auch eben hier. Manche sagen, das ist alles Blödsinn. Weil sie enttäuscht sind, ist da nichts gemacht, sie sind viel, viel mehr gewünscht. Andere sagen, es war Blödsinn, weil sie alles nur schrecklich finden und es für heretisch halten. Andere sagen, die Richtung stimmt, aber das Tempo ist zu langsam. Wieder andere sagen, nein, es ist gut, wir haben schon schick gemacht. Also, hochkomplex, ich persönlich glaube, das ist gut. Bei Riesenunternehmen, Sie waren auch dabei, sitzen auch einige in dieser Runde, wichtig ist, nachher, was machen wir vor Ort? Wie geht es konkret in einem Bistum weiter? Wie kommen wir als Kirche insgesamt weiter? Wie werden wir partizipativer? Wie gehen wir um mit Frauen und Männern, Jungen und Älteren, Menschen aus der Migration in unserer Kirche?
Wie legen wir das Thema der Affektivität? Wie gehen wir um mit dem verneinten Team? Wie lebt ein Priester sein Leben? Das sind jetzt Fragen der Organisation, auch der Struktur, die auch inhaltlich. Das ist unheimlich die Frage, die Hauptfrage am Ende lautet doch, wie verkünden wir die frohe und freimachende Botschaft Jesu? Wie sind wir bei den Menschen? Wie sind wir nicht nur bei unserem eigenen Bauchnabel, sondern wie sind wir an der Seite der Menschen nicht mehr top-down und auch nicht nur face-to-face, sondern side-by-side? Wie gehen wir mit den Menschen gemeinsam durchs Leben? Mein Bild, wenn ich sowohl meine Erzählung, ein Schlüssel, der für mich als Bischof einer Welt macht, ist, jeder immer aus dem Rand. Mag das Bild der Hirten, Schaf, ich bin es nicht ganz leicht, mehr heute zu vermitteln, die in einer aufgeklärten Gesellschaft gefällt mir, dass der Emotional Group, die sind unterwegs von der Stadt angesichts einer Katastrophe in der Krise, mit viel Leiterfahrung, vielen offenen Fragen, viel mehr Fragen als Antwort, hin nach Emmaus in ein Nest, an den Rand der Welt, gemeinsam unterwegs und befragen sich auf Augenhöhe. Was hast du verstanden? Wie geht's dir denn? Ich musste was erzählen. Und man schreibt miteinander, man redet und am Ende isst man miteinander, schaut sich in die Augen beim Tisch. Und indem wir gemeinsam bei Tisch sitzen und das Brot miteinander teilen, kommt die Erkenntnis. Das Lernen von Ihnen, das Betreuen, das Lernen für die Schüler. Betreuen, Lernen für die Schüler. Ja, ich bin ja nicht so lange aus. Also die kurze Schafversion ist mir eher lieber gewesen. Es wäre bis 2015 diese Geschichte so aufgearbeitet worden, dass man damit das dann die Öffentlichkeit gespürt hätte. Wir haben es angepackt, haben Wege gefunden, dass sie nehmen es ernst. Ich habe diese Zwingen und Co. von außen als so ein bisschen, ja, aber nicht einen Arbeitskreis, sag mal, sondern mal. Ich habe gesagt, ah, ich weiß aber nicht so richtig. Ich habe großen Respekt vor all denen, die das Ganze großen Respekt vor all denen, die ja viele, viele Tage jetzt gearbeitet haben, die in der Promotion des Jahres gelernt haben. Aber Marielle, mal wirklich, wissen wir jetzt in all den Fragen, um die es geht, keinen Schritt weiter gemacht. Und übrigens, über Klerikalismus kann man sich ja jetzt mal ökumenisch fragen. Also, ich habe auch noch so ein paar Themen gehört, wo ich sage, ja, und jetzt? Na, ja, nochmal ein ökumenisches Gespräch. Was für eine Bedeutung, welches Stichwort in einem Jahr gehabt, das alles, was katholisch gedreht wurde, so als jetzt in dieser Gesellschaft, hochrangig anständige Menschen und ein paar unanständige Katholiken. Also, das ist jetzt auch irgendwie, man muss aufpassen, wieder zum Thema zu kommen. Das Thema ist ziemlich klar: sexualisierte Gewalt. Auch in den Kirchen. Und da wartet die Öffentlichkeit und vor allem die Opfer darauf, dass es jetzt Antworten gibt. Und dass nicht jeder sagt, jedes Bistum macht irgendwie, was es will. Bei den Landeskirchen wird man jetzt sehen, ob sie beieinander bleiben oder auch jeder macht, was er will. Und nur Berichte zu veröffentlichen, wo dann Täternamen in den Zeitungen geschrieben werden. So. Ich glaube, das ist ein Moment, wo man nicht jetzt über alle möglichen Dinge reden muss, sondern über das, worum es geht. Die strukturelle Frage spielt eine Rolle, aber die strukturelle Frage bezieht sich eben auch nicht nur auf eine Institution, sondern bezieht sich auch auf institutionelles Verhalten mit den berühmten Umgang mit der Macht, Abhängigkeit mit Möglichkeiten auszuüben und das ist ein allgemeines Phänomen, das es an vielen Stellen gibt.
und das Licht aller Institutionen zu erschienen. Das kann das gute Schafe nicht. Dann würde ich gerne noch direkt an den zweiten Schafe antworten, mit dem ich neben all dem, was geschehen ist, erlebe ich einen unwahrscheinlichen Glaubwürdigkeitsverlust von Kirche. Trotzdem haben Sie den Anspruch, relevant zu sein in Politik, in Gesellschaft, wollen Sie auch eingehen, haben auch ein Männchen, wenn ich was gestalten will. Was würden Sie sagen im Moment, da 2024, der Politik? Was ist die Haupterwartung, der Hauptbeitrag von Kirche für das Land? Ich erinnere mich sehr. Was ist der Hauptbeitrag der Kirche für das Land? Was soll im Moment die Kirche am wertvollsten beitragen für das Land für die Politik? Soll das Glaube nicht mal christlichen Beginn mit dem Dogma, sondern mit dem Herzen. Zweitens, christlichen Beginn nicht bei der Beschäftigung unmittelbar mit sich selbst, sondern dieser Gesellschaft den Dienst zu leisten, der steckt im Zusammenstehen, in der Solidarität, in dem Antipopulismus, ganz wichtig, ganz klar jetzt deutlich machen, was verschwimmt gerade, was wird gerade verloren, was aber für die Humanität, für die Demokratie wichtig ist. Das finde ich an jetzt die Öffentlichkeit von den Kirchen erwarten. Nein, auch drei Punkte. Ich glaube, das erste ist Hoffnung. Ich glaube, dass wir Hoffnung benötigen, dass unsere genuine Aufgabe es ist, von der Hoffnung zu erzählen. Und Hoffnung ist eben mehr als Optimismus. Hoffnung ist nicht irgendwie wie eine Droge, die injiziert wird, ja, intravenöser Optimismus, und alles wird super ausgehen, wenn die Entschuldigung. Nein. Hoffnung ist mehr als Optimismus. Hoffnung ist die Gewissheit in Gott, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Zweitens glaube ich, dass wir als Kirche prophetisch sein sollen und müssen in der guten alten Tradition des Ersten Testaments die Stimme erheben, laut werden, wenn es Menschen schlecht geht, die eh schon zu den weisen Wegen gehören, die eh schon am Rand sind, will es nicht so gut gehen. Wenn die auch mal ausgebrochen werden, haben wir laut zu werden. Wir haben prophetisch unterwegs zu sein. Diese Tradition dürfen wir nicht vergessen. Wir können nicht nur das Priesterliche nachvollziehen. Wir müssen prophetisch sein. Und drittens, glaube ich, in unserem Land nehmen zu Phänomene wie Depression, Deprimiertheit, eine große Müdigkeit, der Berliner koreanische Philosophen, Jugendschulen an. Spricht von Deutschland, aber auch von Korea, von der Müdigkeitsgesellschaft, von dem Phänomen zunehmender Burnouts. Die Vereinigungsversammlung eben entgegen. Das Kind hat eine großartige Tradition, nämlich den Blick für die Vita Kontemplative. Wir sind nicht nur als Aktionisten unterwegs, sondern wir haben eine Botschaft, die sagt: Du Mensch, bist auch dann wertvoll, wenn du nicht nur ein Schieber bist, einer der leistet, der immer noch mehr wird, noch toller, noch perfekter, noch schöner, noch leistungsfähiger ist, sondern so wie du bist, sieht groß an. Lehn dich zurück, du bist schon erlöst. Du musst dich nicht selbst erlösen. Du bist schon geliebt, du bist schon ein wunderbarer Mensch und nimm dir Zeit und Muße für die Langeweile. Die Langeweile macht den erst so einen Menschen mit Tiefe. Psalm nach der tonlosen Zeit. Das Lied ohne Gott ist tonlos. Es langweilt sich bei sich selbst. Und seine Sänger schlafen ein. Im Lied ohne Gott fehlt Gott. Das Geistlose hat keinen Geist. Mein eigenes Schwadronieren, gottloses Wort, das ich sagte, betrug all jenen, die hörten. Ich fand mich wohl toll,
meiner schwarzen Best, den Fleck meiner Sehnsucht, an der mein Gesang hing. Ein sprachloses Sprechen, ein Fragen, von Anfang an oben. Das Lied ohne dich ist tonlos. Ja, dies ist mein Gesang. Sprachlose Sprechen steht in den Texten im Psalmprotokoll mit drin. Mir scheint es im Jahr 24 viele Sprechen, die noch manchmal sprachlos sind und zu oft sprachlos sind. In der letzten Woche war Benno Ignacio Professor Georg Essen aus Berlin und sprach, wir haben keine Krise der Demokratie, sondern wir haben eine Krise der Freiheit, in der viele pluralistisch sprechen und viele Kräfte verloren gegangen sind. Wenn Sie in diesem Jahr nicht nur nach Thüringen und nach Brandenburg schauen, sondern auch nach Sachsen. Wie blicken Sie dann aus auf dieses Land? Ich blicke auf dieses Land mit der Erwartung einer vermutlich weit über Sachsen hinausgehenden, einfahrenden Zeit. Höchste Anspannung. Und wenn ich seit den letzten Wochenenden blicke ich hoffnungsvoll, weil ich finde, was da in Gang gekommen ist, das reicht noch nicht, aber das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dass nach wenigen Tagen gesagt wird, mit 1 Million Menschen zum Beispiel Staatsgedanken über freie Demokratie. Es ist an diesem Wochenende gewesen. Es wird hoffentlich weitergehen. Und ich wünsche mir, dass aus daraus dann auch noch einmal andere Debatten entstehen, als wir sie bisher geführt haben. Welche Fragen erwarten Sie denn? Was erwarten Sie? Ich erwarte, dass das Moment des irrationalen und populistischen geringer wird. Es kann ja mittlerweile jeder auf jeder politischen Ebene alles sagen. Sprechen. Und es wird nicht wirklich gefragt, was davon folgen eigentlich erstens, was davon soll wird eigentlich kommen. Also es gibt so eine Ebene, auf der alles gesagt werden kann und alles irgendwie wahrgenommen wird, aufgenommen wird, Überschriften daraus gemacht werden. Aber das ist alles nur Meinungsfreiheit. Ja, wie wird es auch in Zukunft eben zum Meinungsfreiheit gehört, aber das auch widersprochen wird. Politik besteht nicht vor allem darin, gerade wenn man Mandatsträger ist, gerade wenn man in der politischen Bildung drinsteckt, wenn man öffentlich wirkt, nicht vor allen Dingen darin zu fragen, wie kann ich denn jetzt da in diesem Mainstream irgendwie mitmachen und Zustimmung erfahren, sondern auch mit dem klaren Widerspruch. Ich glaube, es wird zu wenig widersprochen. Es wird zu wenig aufgedeckt, was alles überhaupt nie passieren wird. Nicht einmal gefragt, ja, wie denn? Nee, wie soll es denn gehen? Also von daher, ich wünsche mir eigentlich durchaus mehr ständige Auseinandersetzung, mehr Streit, mehr Klarheit. Mit der Meinungsfreiheit ist es so, dass sie in bestimmten Situationen den Widerspruch braucht, ansonsten sind die Freiheit und Demokratie gefährdet. Wie gehen Sie von Bundesheim aus auf Sachsen in diesem Jahr? Ich komme aus Niedersachsen. Ja, wir gehen auf Sachsen. Also, ja, mehrere Probleme. Ich sage Ihnen gleich mal, was für Schlüsselrolle aus meiner bescheidenen Sicht zu für Sachsen. Wie ich auf Sachsen schaue, für mich, ich bin sehr geschichtsinteressiert, in Sachsen eine großartige Tradition, eine uralte Kultur. Wenn ich an die Zisterzienser bin, bei Ihnen, den Marienthal,
denke, das ist 1234, würde quasi Leitenberg 1, 2, 3, 4. Wenn es richtig sehr unterbrochen, dürfen an diese großartige benediktinische Tradition, die damals schon dafür gesorgt hat, dass jeder die Kindersterblichkeit zurückgibt. Die Benediktiner, wenn du die Kinder redest, und sie sind das Kinder reden, haben dafür gesorgt, dass die Kindersterblichkeit zurückgibt über gutes Wasser, über medizinische Fragen, wie bringen wir Kinder gesund zur Welt. Sie haben sich darum gekümmert, die Vegetarierung. Sie haben sich in der Landwirtschaft, im Agrarbereich darum gekümmert, wie geht Veredelung von Korn, sodass aus einer Ähre statt 15, 20 Körner 30 kommen und somit die Armut der Bevölkerung reduziert wird. Heißt, wir haben eine großartige Tradition von kirchlichen Gruppen, die sich eingebracht haben und sich nach wie vor eingeben für die Gesellschaft. Also es gibt hier Kirchen in Sachsen, die sich nicht zurückgezogen hat, sondern sich eingebracht hat für die Gesellschaft zum Wohle der Menschen, sodass das Land blühen konnte, nach Ausstrahlung, nach außen. Die Bach, die großen Musiker und Künstler. Und was ich speziell finde, schon an ihrer Geschichte und auch heute, dass sie in Sachsen die Verbindung hochhalten zwischen der slawischen Mentalität und der östlichen Mentalitäten und der westeuropäischen. Also das ist ja das Einzige, beziehungsweise gibt es noch mehr, aber hier liegt Sorge. Ja, sie haben die Grenze zur Tschechei. Das ist ein Schlüssel. Und ich glaube, in der Kirche, auch in der Gesellschaft, ist er nicht ganz leicht, die Spannung zu legen zwischen Osteuropa und westeuropäischer Mentalität. Und ich finde, wie sie in Sachsen hier unterwegs sind, kann das wegweisend sein für Europa, auch ein Riesenbeitrag für die Einheit in Europa mit völlig unterschiedlichen Kulturen leben. Das ist ja auch ein Schaman. Das ist kein Lob, das ist eine Lüge, eine norddeutsche Analyse. Das nehme ich war auch drauf, wenn ich an meine Gegend bleibe. Der Leipziger Professor, wo der Professor Thüringen gebürtig, der Groschmann hat kürzlich ein Buch geschrieben über seine Themen von Ostdeutsch und Westdeutsch und Mehrheitsverhältnis. Darüber kann man viel streiten, da kann man auch ganz eigene Paar machen und viele beobachten, die daran interessant sind, weil es nicht im Buch, sondern eher dahinter. Nehmen Sie einmal das Jahr 1938. Jürgen oder Schellenberg, die war, kommt als Katholiken, sofort der Essener Katholikentag und die Befreiung von der Pilgerzyklikalung kommt und spätestens in 1968 die Frage, Muffel, Verwahrung, Befreiung und auch. Wenn Sie in Sachsen oder in Ostdeutschland Leute fragen, braucht man wahrscheinlich, die kommt der Prager Familienpanzer, das ist dann nicht an die Grenze, wollen eine absolute Abrufung von Freiheit. Jetzt ist auch das geschehen. Auch das kann man nicht ändern. Aber für mich ist ein bisschen die Frage nicht nur, wie erzählen wir uns gegenseitig unsere Narrative als Ost- und West, als Osteuropa und Westeuropa, als Ostdeutschland und Westdeutschland, sondern auch die Frage, was wird das Narrativ, Erzählung der Zukunft sein, die uns zusammenbringen zwischen den verschiedenen Landesteilen, Nord-Süd, aber vor allem Ost-West, mit dem wir nach vorne gehen als Europa und als Deutschland. Was ist das entscheidende Narrativ, mit dem wir Zukunft gestalten? Und uns nicht zerreißen. Ja, schwere Frage. Man kann. Also, wenn ich jetzt bei unseren freien Verantwortungen im Duktus des Abends bleibe, dann finde ich, kann jetzt auch. Also, wir sagen ja immer so, wir freien zur Verantwortung wahrnehmen. Und ich würde es mal umdrehen, sagen. Ah ja, Verantwortung war zu nehmen, braucht es die Freiheit. Das war in unserem Land, das ist ja so wichtig. Das war der Moment, an dem auf neue Weise Verantwortung möglich wurde und wahrgenommen wurde. Und das ist das eine. Das zweite ist, man muss aber jetzt ein Narrativ bringen. Also, es wird ja jetzt immer so, dass wir müssen den richtigen Spruch haben. Und da wird es schon, das wird nicht gehen, wenn nicht ein Land und eine Gesellschaft sozusagen in einen Kommunikationsmodus kommen. Das ist ja nicht nur in Sachsen das Problem, sondern es ist ja mittlerweile überall so, dass kommuniziert wird in den Blasen.
Und da kann man relativ einig werden, man kann sich hochschaukeln, man ist steigt immer höher auf die Palme, man ist auch davon überzeugt, die anderen sind alle super blöd, sie ist nicht so weh wie ihr. Das ist aber kein gute Kommunikationskultur. Ja, wir müssen mehr lernen, in Dissens zu leben. Und nicht immer zu meinen, ich kriege mit allen Leuten Konsens. Nicht. Sondern es gibt Menschen, die es komplett anders sehen. Aber wir brauchen einen Weg zu sagen, ja, wir lassen diesen Dissens jetzt mal so stehen, aber wir sind die gemeinsame Gesellschaft. Also alles kommunizieren, für die Schwere der Themen, die es quasi gibt im öffentlichen Leben, wird zu wenig über Blasengrenzen hinweg wirklich kommuniziert. Das ist was ganz wichtig. Wenn ich das mal so sage, weil immer, oder weil häufig gesagt wird, ja, aber wir wollen es einfach machen. So aus B und vor, aber dann machen sie Lohn auch Spaß machen, wir fangen uns spät an. Ja. Politik ist da. Und wenn es irgendwie so doof ist, dann soll es sein lassen. Aber es muss schon auch ein intellektuell kämpferischer Modus eingeschlagen werden. Nicht auf losschreien, aber diese Gesellschaft hat viel zu verlieren. Und ist die Gesellschaft in Europa auch. Und wenn sie nicht einen kämpferischen intellektuellen Modus einlegt, dann erreicht sie, man kann sagen, das Herzen, ja, aber die Doofheit erreicht man die Herzen vielleicht schneller, weil das ist auch nicht. Frau Schabana, eine Steinvorlage hingelegt. Klar, ich bin auch sagen, dass Politik ist Kampf. Wenn es die Frage Narrativ an Erzählung ist, was bedeutet, selbst auf ein Wort ziehen würde, würde ich jetzt im Moment sagen: Solidarität. Warum? 1789, die drei großen Begriffe der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das Wort Brüderlichkeit ist heute wieder stärker ersetzt worden durch das Wort Solidarität. Und in unseren Kirchen, das gehört zu unserer kirchlichen Soziallehre, eines der großen Themen, Menschenwürde, jeder von uns hat eine eigene Würde, dann zweites Gemeinwohl, ja. Der Subsidiarität, was man vor Ort machen kann, so dass es vor Ort steht, und eben Solidarität. Solidarität heißt im Grunde genommen, dass es eine Pflicht gibt, keine Freiheit, eine Pflicht, sich gegenseitig zu unterstützen, dass die Starken aufkommen für die Schwachen. Solidarität heißt, niemand wird ausgeschlossen. Solidarität kann nicht heißen, eine bestimmte Gruppe, größere oder kleinere, zieht sich zurück von den anderen. Sondern Solidarität ist die Pflicht der Verantwortung für alle. Und das gläubige Menschen, glaube ich, dass sie eines Tages danach gefragt werden, wie solidarisch warst du denn? Wie hast du es denn mit deinem Bruder, mit deiner Schwester gehalten? Ich war zwei konkrete Beispiele, ein positives und ein negatives für Solidarität. Nennen. Machen Sie mal. Das ist jetzt die Steinvorlage für mich, weil das ist ja ein Entschlüssel. Und ich finde, ein gutes Beispiel für Solidarität ist auf der politischen Ebene zwischen den 16 Bundesländern der Lastenausgleich. Das heißt, ein paar wenige. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, neuerdings sozusagen BioNTech auf Rheinland-Pfalz, zahlen in einem großen Kasse. Und andere, Saarland, Berlin und viele andere, bekommen aus. Es sieht sogar älter, die Bayern, machen die Baden-Württemberger immer noch aufmerksam, die viele Jahre Nehmer waren, Geld bekamen und sich entwickelt haben zum größten Nehmer, die heute 6-8 Milliarden da haben. Das ist ein positives Beispiel. Für manche ist es im Wahlkampf auch das Beispiel, Geberländer darüber herzuziehen.
Das ist aber, man muss dann bewerben. Weil die Leute natürlich sagen, wieso seid ihr so blöd? Und ja, wir müssen hier für den Kindergarten bezahlen. Und dann gibt es dann jemanden, der aber Führung freigenommen hat. Ein, wie ich finde, und das muss ich heute Abend einmal sagen, weil wir beim Abschied von Thomas Arnold sind. Jedenfalls aus der Akademie. Gott sei Dank. In Sachsen. Da kann Sachsen sich nur noch freuen. Denn es ist ein wirklich großartiger Mensch und ein großes Talent. Und ich muss da sagen, das Ergebnis, dass dieses Weg oder das Geschichte zu diesem Wechsel ist auch, dass der Ausgleich, Finanzausgleich zwischen dem Bistum und Deutschland beendet wird. Den gab es nämlich auch. Wie genau die Mechanismen waren, weiß ich nicht mehr. Übrigens, die Begründung für den Finanzausgleich zwischen den 16 Ländern heißt vergleichbare Lebensverhältnisse. Nicht gleiche, aber vergleichbar. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit und auch der Solidarität. So, jetzt fragt sich doch der Mensch, der an Kirche interessiert ist und sich in Politik auskennt, wie kommen eigentlich die Bistümer auf die Idee, der Verband der deutschen Diözesen zu sagen, das hören wir jetzt mal ein. Oder sonst wissen die anwesend, wie schön für die werden jetzt nicht schimpfen, weil die nämlich das genauso sehen. Ich soll aber nichts dazu sagen, das kann ich schon sagen. Also, da muss man auf die Lebensordnung kommen. Auf die Lebensordnung kommen. Man hat kein Instrument für vergleichbare Möglichkeiten aller Bistümer. Der ganz Reichen, Paderborn, Köln, München, Brockenburg, um nur mal die Schärfsten zu nennen. Und die Finanzschwachen, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber wir wissen ungefähr, wo die situiert sind. Die sind nicht im Zug. So, das finde ich eine Sauerei. Bis 33 sind wir so 34 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Weil jeder weiß, wer ganz besonders betroffen ist. Die im Zweifelsfall für uns interessanter ist. Ich glaube, als Rheinländerin, die einfach wegen ihrer Kinder keine evangelischen Bande, das wird nicht das Einsatz sein. Und das wird nicht derjenige sein, die immer gewohnt waren, das wieder zu sein. Das wird im Zweifelsfall Ostdeutschland sein. Das wird da sein, wo die Christen in der Diaspora sein. In einem solchen Moment will ich da jetzt nicht einsteigern. Sie haben meine schon erkannt. Ich finde das echt sowas von ferner Schluss. Der Bischof sagt zu Recht, eben die Akademie sein Leuchtturm. Wer kann mir mal einer erklären, wer die Leuchttürme sind, warum gerade eine nach der anderen kaputt gemacht wird? Ist ja nicht die Ärzte, die einsparen müssen. Ich kann Ihnen die alle nennen, die einsparen müssen und wo Sie ungefähr absehen können, wann es nicht ausgemacht wird. Und übrigens auch das sind Standorte, die hochinteressant sind, die total wichtig sind. Und wo man sagt, ja, aber du weißt doch, wie das in den Prioritäten ist. Nein, das ist Führungskraft. Prioritäten, konservierte Prioritäten zu finden, zu setzen und dafür einzustehen. Und nicht einfach unsolidarisch zu werden und einen Teil hängen zu lassen, damit die anderen alles weitermachen können. Das wollte ich heute Abend machen. Für die Kirche freut es mich, dass er wechselt. Aber für die Kirche ist ein Tag der Trauer. Das wirkt zu meiner Person direkt an. Solidarität im Bistum habe ich tatsächlich erlebt, auch zwischen den einzelnen Bereichen, denn das geht. Aber Herr Bischof, die Vollversammlung, die nächste, kommt nahe. Die Hausaufgabe hat Frau Schabahn gerade zugeschrieben. Ich habe mich noch einmal aufs Thema kurz zurückkommen in Fragen der Narrative, weil mich tatsächlich am Ende dieser Amtszeit etwas
umtreiben lässt, mich keine Lösung geben. Ich kann nicht leben, auch die Frage Religion und Kirche in dieser Gesellschaft. Wenn wir mit dem Sachsen so kommen, rausbringen aus unserer Blase Dresden, Leipzig, können wir uns Freiberg, Zwickau und mit den Menschen ins Gespräch kommen, dann ist man eigentlich, dass wir mit Corona ganz viel Spannungen und Polarisierungen ins Land gebracht haben. Und ich stehe vollkommen zu den Entscheidungen, die in der Corona-Krise getroffen wurden. Ich habe nicht darum, das zu kritisieren. Und ich glaube, der Begriff der Versöhnung und der Vergebung ist nochmal etwas, was wir einbringen dürfen und müssen. Und wo wir bei einem Kampf der Politik ist, zu wenig Moment als Gesellschaft haben. Und das möchte ich tatsächlich nicht das nochmal stärker machen, sowohl im politischen Bereich denken, als auch als Kirche die Stärke in Liturgie, im Sprechen, im Denken, im Wald. Die Gnade. Den offenen kürst du oder den offenen Himmel. Den Sehnenden stellst du über die Weiten der See. Und dem, der verloren war, gibst du dein Wort. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen schon gesagt, am Ende verrate ich Ihnen, warum ich nur Kolbe sich durchlesen lassen habe. Wir könnten das Gespräch jetzt aber fortsetzen. Ich habe es noch nie noch auf meinen Zettel gestellt, müsst ihr mal auf den Punkt kommen. Aber wir haben viele solche tollen Gestaltungen mit wichtigen Menschen, mit wichtigen Denkerinnen und Denkern, viele große, viele volle Veranstaltungen, viele, die medial wahrgenommen wurden, viele im Team, die wir zusammengeguckt haben. Für mich persönlich gab es eine Veranstaltung, das war auch irgendwo, die war am Rand in Schmorn. Das ist eigentlich eine Tagung in der Winterakademie. Da haben wir ganz spontan gesagt, wo eine Rolle kommt. Also hat sich ans Klavier gesetzt, hat gespielt. Und es war für mich die bewegendste Veranstaltung. Das ist interessant, das ist eine solche des Lebens gewesen. Es war nicht die große, auch nicht gemacht, das war schön am Drankau und Co. Was weiß ich. Diese Veranstaltung war eine Katze wie ein Zahnarzt, wenn man den Zahn freilegt, die Wurzel freilegt, um zu gucken, wann der Schmerz kommt. Und jetzt jeder, der spontan vorne auf dem Spüllag weiß etwa, was ich meine, aber es war großartig gewesen. Weil wir in dem Moment ganz tief an der Gottesfrage waren. Wir hatten unsere Körper und Kiezen gewählt in den letzten Tagen. Und wir hatten gesagt, Mensch, schade, dass ich dabei sein konnte, aber mir war es wichtig, dass wir diese Texte nochmal lesen können. Und deswegen will ich schon an der Stelle sagen, bin ich dankbar, dass Sie zwei sich auf den Weg gemacht haben, weil es mir wertvoll war, diese letzte Veranstaltung, diesen Inhalt mit zwei Menschen zu verbinden, die ich sehr schätze, und um mich heute dabei einzubinden mit einem Menschen, wo ich tatsächlich schönes Erfahrung hatte in den letzten 2,5 Jahren. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Und bevor Sie jetzt klatschen, möchte ich noch eines einbringen. Wir haben es etwas versteckt. Wir haben der Akademie natürlich uns klein gemacht in den letzten Jahren unter dem Begriff Hoffnungsmacher. Und deswegen ziehen wir nicht unter einem Sachsen sofort durch Land. Wir haben kleine Projekte, wir haben ein schönes, schöne Vor. Aber wir geben jedem, der zu manchen Veranstaltungen kommt, eine Kerze mit. Auch der steht zu so einem Hoffnungsmacher sein. Ich möchte Ihnen gerne mitgeben, nehmen Sie mit nach Ulm und nach Hildesheim. Und das Zweite, da muss ich zu gehen, Amazon nicht ganz so pünktlich wie ich war. Es gab eine Zeit in der Akademie, war eine Aktion mit Frau Schilling, und wo wir auf einem Diskustag einmal eine Pappfigur eines Papstes aufgestellt haben. Und dann diese Pappfigur lang in Rom stand. Dann kam Corona, bei jeder Videokonferenz war es der Mann, die Gecke, wie wir der Papst aufgestellt. Und dann gab es eine Landtagsabordnung, war eine Schulleiterin und die sagte, wenn ich in den Antrag komme, dann möchte ich die Pappfigur. Dann habe ich die weg. Ich habe mich gefreut, wenn ich die Pappfigur aufgeworfen habe. Und ich brauche mich wieder auf Weihnachten. Meine Frau dachte, ich hänge so am Papst. Dann direkt die Figur geschrieben. Und seitdem steht jeden Tag auf dem Schreibtisch, das ist wackelig. Und immer wenn ich tippe, legt die mir zu oder schüttelt die Kopf. Ich stehe das Auto und zum Schnee über einer Stand auch eine Politikerin, auch eine Bischof. Tut es gut, wenn der Papst zustimmt.
nicht nur einen Ordnungsfahrer gehabt, sondern auch nach Hildesheim und nach Ulm einen Heiligen Vater geschickt. Herzlichen Dank, Frau Pascha-Bach. Herzlichen Dank. Ich bin eine alte Zigeunerin und Mitglied in CJ und sage Danke und ein verspätetes Weihnachten. Und Weihnachten ist ja immer das Beste, wo wertvolle Kleinigkeiten überreicht werden. Und den Zigeunern wird nachgesagt, sie stehen. Und also gebe ich heute etwas. Und zwar den Herrn Fischer aus von unserer Karikaturausstellung ein paar Bilder, die zurzeit stattfindet in Dresden, einen magischen Brief, meine Adresse steht Ausstellung, die ist nicht sehr optimiert. Für die Frau Schawan habe ich von einem Film von doktorinischen Bildern und auch einen drastischen Brief. Könnte ich bitte, also ja nicht noch mal ganz besonderes Privatleben für unseren akademischen mein Gott, ein Schal überlassen. Thank you.
Wenn das schon dann ist, den Worten, den Festen, heiligen Schriften, Treppen aus, das frische, fröhliche und kräftige Wort zur Begrüßung, spätestens dann wissen alle, wer ist da. Und wir werden es vermissen, wenn er so plötzlich auftaucht, auch dann ganz schnell wieder verschwunden ist, es sei denn, er hat sich festgebracht. Unser lieber Herr Dr. A. Auf dem Programm steht, dass ich Ihnen jetzt ein Wort des Dankes sagen soll, und das nicht nur soll, sondern das tue ich gerne. Natürlich auch mit dem Wehmut. Frau Schaman hat es eben ausgedrückt. Das möchte ich vielleicht tun mit einigen netten Begebenheiten, die uns natürlich in diesen 7,5 Jahren auch zusammengebracht hat. Mit vielen Situationskomik, die auch dabei waren. Aber bevor ich das tue, werde ich doch noch einmal das aufgreifen und versuchen, mit einem Bild und nicht nur mit einem Bild, sondern mit dem, was Sie uns sozusagen hinterlassen haben. Hinterlassen, sagen, wer Sie und was Sie mit unter uns und für uns, nämlich uns wissen und zu der Welt was getan haben. Das ist das berühmte Sachsen-Symbol. Der erste Gedanke, der kommt schnell dahin, aber was ist mit dem Sachsen-Symbol geworden? Welche Idee stand dahinter? Das habe ich immer wieder auch erfahren, einige Male live, aber dann eben auch in der Berichterstattung davon. Die Idee, die Gespräche, die im Wohnzimmer in Sofa geführt werden, nehmen wir mal die ganzen persönlichen privaten Sachen weg, aber die Gespräche, die im Wohnzimmer geführt werden, das Fragen, das Suchen, das Ringen, das Kommentieren, das andere Meinung sein, das Streiten und dann auch wieder zueinander finden, das, was sozusagen im Wohnzimmer auf dem Sofa geschieht, das von dem Wohnzimmer heraus in die Öffentlichkeit. Die Themen, die die Menschen bewegen, die den Menschen ja, an den Leib gehen, die Themen, die, wie, davon haben wir eben auch ein bisschen was vernommen, wie gestalten wir Gesellschaft, wie gestalten wir Politik, wie geht ein Miteinander und wie können wir das alles gestalten mit dem Background, Christen zu sein, aus dem Glauben heraus und was ist dafür möglicherweise der Beitrag der Kirche. Und das in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Ich glaube, der heutige Abend hat das noch einmal sehr deutlich gemacht. Wie ein Konzentrat von dem, was Sie in den letzten Jahren mit den Sachsen gemacht haben. Ich meine, auch ganz, ja, ein bisschen stolz, aber auch bescheiden sagen, Sie würden unsere Akademie hat mit den begrenzten Möglichkeiten, die sie nun mal hatte, sehr viel bewegt, und zwar nicht nur in unserem Wissen, sondern ich weiß nicht, wie oft ich auch
Wir werden von der Unterhaltung in Deutschland der Bischofskonferenz von verschiedenen Seiten angesprochen worden sind, mit hohem Respekt und hoher Anerkennung, was wir mit unseren bescheidenen Möglichkeiten noch tun. Ich denke, lieber Dr. Arnold, da haben Sie ganz großen Anteil. Sie haben noch einmal deutlich gemacht, was der Auftrag der Akademie ist, nämlich von innen, mit dem Innersten, was unser Innerstes ist, als Kirche prägt, was wir eine Botschaft haben, mit dem Innersten hineinzugehen in die Welt, die Fenster zu öffnen und nicht nur unter uns zu sagen. Das, glaube ich, ist Ihr großes Verdienst, das haben Sie mit den Sachsen-Lothar geschaffen. Dafür möchte ich Ihnen, und ich denke, alle, die wir hier sind, und alle, die mit Ihnen gewählt haben, die mit uns zusammengearbeitet, mal ganz herzlich. Es wird auch noch ein paar lustige Anmerkungen zu geben, geschehen in diesen vergangenen Jahren. Also, ich kann mich erinnern, nebenan, im Standpunkt, 27. August 2016, Tag meiner Einführung, da war ich noch nicht im Dienst, aber drei Tage später, vom 1. September, glaube ich, begann der Dienst. Da stand ein junger Hüpfer vor mir und sagte: Ich bin, herzlichen Glückwunsch, ich bin der neue Akademie der Werkschau. 28 Jahre. Ich habe gedacht, das wird ja was werden. Und in Wort auch, ja, das ist was geworden. Respekt, angenehm. Ein zweites, wenige Tage später, saß man oben, was macht denn das? Eben beim Reingehen schon gehört, das hat er häufig gemacht, von gerne gemacht. Ich bin immer wieder vor die Kameras zerrt. Das erste, ich habe eine Info gegeben an, ich weiß nicht, welchem Anlass, halte ich dann vor der Kamera, wie oft, und sie ist genau mal die böse Situation, den weiteren Landesbischof Beetz, irgendwie beim Schauspiel, Hauptsache Beetz und in so einem Beetz, haben wir ja so lange gestanden, um entsprechende Fotos. Das war immer wieder so, aber herausfordernd, lustig, ganz merkwürdige Situationskomik hat er manchmal ergeben, aber immer doch auch ihr Bemühen, uns die Kirche nach vorne zu bringen, nach vorne zu bringen. Dann die Szene mit dem Sachsen-Lothar, der Anfang des Sachsen-Lothars. Aber ich habe gedacht, den Sachsen-Lothar kennen Sie, diese schmale kleine Sofa mit den Backen bezogen. Und Herr Arnold kommt auf den Gedanken, wir müssen jetzt einen großen Staat hinlegen. Und wir fangen nicht irgendwo klein an, sondern wir gehen natürlich ins Parlament, in das Foyer. Und nachdem der Landtagspräsident seinen Tags, so einen Neujahrsempfang gemacht hat, eröffnen wir das Sachsen-Lothar in einem Nebenraum. Nicht für möglich gehalten, aber es wurde möglich. Und dann diese Choreo-Dokumentation. Ich saß da mit dem Talar angezogen und der Ministerpräsident kam dazu. Wir waren die Ersten, die auf diesem Sachsen-Lothar Platz genommen haben. Die politischen oder die anderen Implikationen, die wir alle haben, das nicht wussten, die vergessen wir jetzt besser. Dann wurde es präsentiert und die Journalisten haben natürlich nach dem Vorfeld festgestellt, wie bei Dr. Arnold, sie hatten ja nur Regierungsmitglieder auf ihrem Sofa sitzen. Und die anderen, was ist mit den anderen? Dürfen die nicht, können die nicht, sollen die nicht? Und da haben sie sehr geschickt den Kopf aus der Schlinge gezogen. Natürlich sollen sie und sie werden auch. Wunderbare Situation. Dann eine für mich sehr bewegende Situation. In Frikau hatte ich die Freude, zwar nicht auf dem Sachsen-Lothar, auf der Klärwand unten, aber mit dem vor kurzem verstorbenen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble auf dem Sachsen-Lothar oder vor dem Sachsen-Lothar Platz zu treffen. Diese Begegnung mit ihm war für mich sehr, sehr bewegend. Ihn zu erkennen, aus ganzem Herzen, mit allem Engagement in der Politik,
aber auch mit ganzem Herzen die, obwohl sie nicht an Christi glaubt. Und diesen Menschen so unmittelbar erleben zu können, aber auch zu sehen, wie er seine Behinderung angenommen hat und damit umging, das hat mich tief beeindruckt. Und das ist ein Gewinn unseres Sachsen-Jürgens. Naja, dann kam auch nochmal ein Kardinal. Ein Kardinal aus Luxemburg. Hat einen schönen Vortrag, einen schönen Abend in Zwickau gehalten. Blauen. Ja, und sie haben alle relativ sehr engagiert und sehr bemüht. Späten Abend wollte es nach Hause gehen. Tja, und dann stellt plötzlich stellte der Dr. Arnold ins Buch. Der Tank ist leer. Nicht nur das, sondern dann ging es weiter in diese Tankstelle. Der Glieder doch tatsächlich keine falsche Zapfsäule. Und der Präsident wird jetzt hängen. Er ist aus allen. Immer sagen wir, die haben nie Schlaf gehabt. Irgendwann am anderen Morgen waren sie wieder da. Lieber Herr Dr. Arnold, sag mir jetzt, woran ich mich sehr geschätzt habe. Und schätze. Natürlich, in dieser Unklarheit der Region sind wir zu Hause. Das merkt man einfach. Sie sind hier zu Hause in Zypern groß geworden, mit einer geistigen Prägung. Das heißt, mit ihrer tiefen Verwurzelung auch im Glauben der Kirche. Und das wird und wurde immer wieder schwerer. Ich hoffe, dass das bei Ihnen so bleibt. Aber mit der Lebensfreude, die wir haben, der Zuversicht auf die Aufgaben, mit dem unermüdlichen Arbeiten, es gibt keine Ruhe, bis die Sache fertig ist. Und immer auch das gemeinsame Suchen nach ethisch pragmatischen, realistischen Lösungen. Das hat mich immer sehr beeindruckt, nach wirklich konkret nach Lösungen zu suchen. Und damit kann ich Menschen mitzunehmen. Und da habe ich immer eine ganz große Leidenschaft gespürt, eine Leidenschaft Kirche. Und damit auch eine große Loyalität von mir gegenüber. Das zeigen Sie aus. Und da erleben Sie als einen ganz kostbaren Menschen. Heidi will davon nichts zurücknehmen. Es gibt eine Schrift vor, das habe ich im Vorjahr gesagt. Der Eifer für das Haus Gottes erzählt ihn, aber auch an ihn. Das haben wir auch erlebt. Von daher. Danke ich Ihnen sehr für diese Jahre, die wir gemeinsam hier erlebt haben. Ich glaube, Sie sind gerade unterwegs, das auch für sich genommen. Das kann man wieder neu aufbringen. Das ist etwas sehr Kostbares. Ich danke Ihnen für die gemeinsame Zeit, für dieses gemeinsame Leben. Ja, und jetzt gehen Sie auf die andere Geldseite. Da geht es sehr aufmerksam gehört, haben Sie es auch gehört. Deutscher Bahn hat über 15 Jahre in einem Volontariat gearbeitet und hat da ganz, ganz, ganz viel gelernt. Deutscher Bahn, die können nicht einander die Zirke geben. Ich wünsche Ihnen auf der anderen Endseite, dass Sie noch viel Kraft und Geduld brauchen, viel Zuversicht. Die ist nun mal nicht an den Ort gestellt, dort leben können. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Gott Sie sehen, was Sie tun und dass Sie das Innerste und Innere mitnehmen und nach außen bringen. Dort an Ihrer neuen Arbeitsplatz. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich habe Sie nicht entlassen oder gehen lassen, ohne ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit. Ich habe niemand das ist, aber ein Kreuz ausgesucht, die kennen es schon. Weiß nicht. Da finde ich im Hause ein großer Mann im Foyer, hier wie in das Fernformat mit, als Erinnerung an ihren Dienst vor uns. Und das ist Gott für Sie. Von der Blumenschau und auch jeden guten Dank. Ich bin
Ich wollte noch ein Wort sagen. Hinter jedem starken Mann ist mindestens ein noch viel stärkerer Frau. Der Blutstolz ist, wenn Sie gedacht haben, wenn er mal abgeschlossen wird. Aber nicht, dass Sie die Atmen gezählt haben, die Abende gezählt, weil jemand unterwegs war und immer noch nicht da war, aber dann noch kam. Ich weiß, dass Sie im Dienst Ihres Mannes ganz viel Vermittlung mitgeschickt, aber auch ganz viel Wohlwollen mitgetragen haben. Zu unserem glücklichen Leben nach den Menschen, dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend auch von mir. Ich spendiere für die Arbeitsgemeinschaft der Akademieleitung im deutschsprachigen Raum. Und da Thomas Arnold ja so abrupt aus irgendwann mit entzückt wird, gibt es keine andere Gelegenheit, von seinem Dank auszudrücken. Ich wünsche, dass ich nachsicht bin, wenn ich jetzt heimlich noch mal an das Bild rede. Ja, ich stehe auch noch unter dem Eindruck, wie das Gesprächsabend innen und außen Macht und Demut, Karl der Große, Thomas von Aquin, man könnte auch sagen Macht und Geist. Und ich hätte für beides hast du eine genuine Begabung, lieber Thomas. Aber wir stehen trotzdem durch diese plötzliche Veränderung, ja, ja, doch irgendwie mit einem weinenden und einem lachenden Auge davor. Das Weinende Auge wird eher aus der Dankbarkeit bestimmt, auch denke so, weil ich jetzt gesagt habe, dass ich hier bis zum nächsten Meißen geleitet habe, da würde ich nicht alle wiederholen. Es ist ein toller Debattenort geworden, die Evangelische Akademie, in diesen Bedingungen der Diaspora, die wir ja kennen. Und für uns als Akademieleiterkreis, ja, wird es einfach fehlen. Als kirchlicher Geist, als Anstoßgeber, als jemand, der nach vorne denkt, andere auch noch mit antreibt. Das werden wir uns verarbeiten haben. Und natürlich braucht man auch eigentlich jemanden, der kompensiert, dass man in Gesprächen mit externen Gästen freigiebige Fragen gestellt werden. Das ist eine Spezialität von Thomas Arnold in meinen Fragen, die Gäste zu praktizieren. Aber auch der deutsche Katholizismus, die würde ich hoffentlich nicht ganz vermissen. Deine Debattenbeiträge sind immer sehr montiert, sein Verhältnis von Ost- und Westdeutschland, katholisch, politisch. Die turbulente Situation hier in Sachsen hat, glaube ich, in mir einen sehr starken Maler immer, der dann sozusagen auf den Fingern in die Wund liegt. Und Frau Tavan hat ja dann das andere Thema auch genannt, die Solidarität unter den Bistümern. Ich denke, das ist eine Nagelprobe auch tatsächlich für das Thema Solidarität und Vertrauen, dass wir als Kirche haben, was wir andere sozusagen abverlangen und dass wir selber möglicherweise gar nicht praktizieren. Und da war es immer eine sehr klare, orientierte Stimme. Das ist sozusagen alles, was wir jetzt zu verkraften haben unter den weinenden Auge. Das lachende Auge gibt es natürlich auch und das gilt natürlich jetzt für den Freistaat Sachsen. Wir müssen jemanden, der Strategie kann, der Debatte kann, der energiegeladen ist, tatkräftig. Von daher hat Freistaat Sachsen einen guten Fang gemacht, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und dafür wünschen wir dir einfach von Herzen alles Gute, viel Erfolg und ich wollte es weiter sehen. Vielen Dank. Ja,
Es ist warm in diesem Raum, es war schön in diesem Raum, es hat auch Zeit, dass es weitergeht. Sie sollen sofort nach Hause gehen, aber sie sollen sich begegnen können. Weil auch das ist eben Akademie, nicht nur zu hören und zu diskutieren, sondern am Ende weiter zu schreiben. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann habe ich manchmal gesagt, was macht Akademie aus? Ich finde es ganz anstrengend, wenn Leute am Ende nach Hause gehen und sagen, das ist eine tolle Veranstaltung, nehmen Sie den Set von diesem Brot. Das Schönste ist, wenn die Sachen und zwei noch sitzen und weiter schreiben am Küchen und dann, das kann es auch gewesen sein. Es muss doch weitergehen, es muss doch weitergedacht werden. Weiter zu tun heute, die Einladung, sie nach Hause kriegen oder zumindest nachher anbleiben und mal schreiben. Da müssen wir trotzdem, liebe Bischöfe, Frau Schabat, Herr Damen und Herren, ein paar Worte zum Abschluss. Ich habe beim Schreiben dieses Abschlusses an gedacht, wie das so war im September 2016, als ich gerungen habe und natürlich viel reingelegt wurde an Erwartungen, an Denken, was kommt, ob nun alles erfüllt ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte drei Gruppen nochmal Danke sagen. Und ich fühle mich am Ende bis zum Kapitän auf dem Traumschiff. Es steht nur noch das Anstieg, vielleicht Kugel eingefahren werden. Und trotzdem, keine Angst, kommt man immer nach Hause, es soll nicht zu lange bleiben. Aber Sie haben es eben schon gesagt, im September 2016. Wolfgang Thierl hat die Eröffnung gehalten, der Wolfgang hat mediiert, der Titel war Freiheit wagen. Und persönlich für mich, auch Würdiger Sachse, was in Ansprache, Herr Bischof, ist es so ein unwahrscheinlicher Erfahrungswert gewesen, selbst zwar nicht die friedliche Revolution miterlebt zu haben, außer Linden, aber das daraus Ermöglichte, mitgestalten zu können. Eine neue Kirche in den 90er Jahren, eine Gesellschaft in breiter Bildung, etc., alles, was man ermöglicht bekommen hat, dass das für mich Antrieb war für Akademie. Und deswegen, die Freiheit wagen, würde ich heute sagen, die Spannung liegt Freiheit und Verantwortung zwischen Innen und Außen. Das ist das, was mich persönlich, was mich umgetrieben hat, was mich immer wieder persönlich auch motiviert. Und deswegen hoffe ich, dass die Kirche, dass das Land in Zukunft nicht destruktiv über diese Freiheitserfahrung spricht und davon alles schlimm war, da wurde ich schon angehört, in einem Buch, was erfolgreich war. Sondern dass wir uns fragen, was ganz üblich ist, was müssen wir gestalten, was können wir gestalten und wo können wir eventuell gemeinsam neue Geschichten für das Europa, das europäische Kontinent erzählen, der am Ende auch christliche geprägt ist. Deswegen, das sind am Ende dieser Zeit, wenn man mitgeben, auf ganz inhaltlicher Ebene, lasst uns als Land diese Freiheit nutzen und sie mutig gestalten, nicht mit Angst, für schlechte Beratung. Auch in diesem Jahr, sondern mutig. Ein zweites, das mich antreibt, ist diese religiöse Prägung. Auch in Freiheit hat sie etwas in Sachsen mit dem aufrechten Gang zu tun, den man dafür braucht, bei 3%. Und zusammen als Höchste mit mal 20%. Das ist auch manchmal mühsam. Weil natürlich hat man immer noch als Schimpfwort gebraucht. Und deswegen will ich auch Ihnen ins Leben, vielleicht auch die nicht konfessionellen Menschen sind, aus verantwortlicher Position, die so lange da sind. Wir brauchen Religion, weil es Sinnstiftung für dieses Land gibt, was eine Institution der Einzelnen nicht leisten kann, weil es ein Wissen und Verantwortung für sich und andere Dorfes repetiert wird und eine Gelassenheit schafft, weil sie gegen das Transzendente zurückbindet. Und manche wissen, auch das Team war das Recht, manchmal war ich zugelassen, auch in Ernstfall, wenn es brannte. Manchmal kam der Strom rundherum und kann es etwas ruhiger zu sehen. Aber ich glaube, das Land ist unwahrscheinlich wichtig, gerade in dieser Aufregung auch gelassen in die Situation zu gehen. Am Ende gehört für mich persönlich auch zur Gelassenheit. Man kann nur sehen, andere werden ahnden und sehen, was am Ende auch aus dieser Zeit in Leitung blüht. Und dann ist daraus etwas entstanden, was der Bischof eben in einem Bündchen erzählt hat. Ich will das nochmal ergänzen in einem Bündchen, weil ich noch zwei Geschichten zu Ende erzähle. In diesem Sachsenclub war und in dieser Zeit, als ich in diesem Landtag war und am 2. Januar gesagt habe, am 4. Januar machen wir eine Pressekonferenz. Und gesagt war auch in manchen Staatskanzleien, wo es Schützer gab, dann auch im Hintergrund in 48 ermöglicht hat, dass es funktioniert. Und ich am 17. Uhr, ab 19 Uhr sah, was in Tickermeldungen reinkommt, wurde mir in der Nacht Angst und krank. Weil ich wusste ja, wer es auf so lang gesetzt hat. Und ich wusste auch, dass er alles vermissen war.
Und als ich dann am nächsten Morgen zu mir ein demütiges Ding, und es gab es selten, aber es gab es, und dann hat der Bischof gedacht, ich rede nicht reingehört und haben sie gesagt, jetzt warten wir mal ab, wir lassen es mal vorbeiziehen und dann gucken wir mal, ob wir so eine Lösung. Das heißt, sie mögen sagen, er hat nur gelassen eine Lösung gefunden, ich würde dazu ergänzen, und es ist nicht nur auf sie, sondern auf viele in Mistung, es braucht auch Leute, die am Ende beruhigen und zu diesen Wegen, zu diesen ganz pragmatischen Wegen mitmacht haben. Dafür Ihnen vielen Dank. Und dazu gehört auch, das habe ich als Akademie im Team auch so verstanden, denken Sie mal an eine andere Geschichte im September 2016. Wir haben uns jetzt dafür auch ein Kollegen gemacht, Leipzig. Da habe ich auch gesagt, okay, die Akademie, der Bescheid, was da gesagt hat. Aber da war schon ein Schild, bevor am Beginn die Diskussion mit Gauland und Sternberg. Und das war auch 2016 schon nicht selbstverständlich, dass in dieser Debatte über die Laufmärkte nicht geführt wurde. Und auch da ging die Bogen hoch. Da war ich mir auch mal, dass ich sicher war, dass man sagt, was ich sagen. Und da haben sie gesagt, wer im Dreck blüht, soll das auch tun. Und das ist Akademie. Und insofern, wir haben manchmal die Bindung von vielen Wohnungen bei gesellschaftlichen Ideen, wir haben manchmal die Bindung von Wohnungen bei kirchlichen Themen. Aber ich hoffe, es ist uns gelungen, das Team, dass wir das immer diskursiv machen. Ich habe immer einen Streit auf sowas und Ende, dass wir noch zusammen trinken können. Und ich will auch nicht verhehlen, dass es mir schwer gefallen ist, mit Herrn Gauland, auch später oder so 18, im Katholiken war, mit manchen Menschen einen Kirch sprechen. Man muss mit manchen Sache immer wieder sagt, es sind auch Menschen, auch wenn wir da keine Zeit müssen, die diskutieren müssen. In der Fall. Aber nochmal zurück auf Akademie und dieses September 2016. Ich glaube, dass wir vom ganzen Bistum eine Freiheit bekommen haben, mit finanziellen Ressourcen, mit personellen Ressourcen, aber eben auch eine Freiheit im Denken. Und genau das möglich, dass die letzten Jahre wirklich diskutieren können, ist ein Schmerzgrenze, auch mit Personen, die uns als Kirche nicht so gefallen. Dafür ein zweites großes Dankeschön an die Bistumsleitung und an das ganze bisschen deren Verantwortung. Ja. Nach mir die Geschichte im Krankenhaus. Da kommt es dann, das war der Arme, an der Stelle nochmal. Das auch ins Wort fassen. Weil das hat sehr eine Persönlichkeit und ja, es ging auch an die Substanz der eigenen Persönlichkeit und wir sitzen auch klar war. Aber es ging auch an die Substanz von Strukturen. Das wissen wir auch. Und vor kurzem sagte mir jemand, ich muss dann immer die Schwäne wegräumen, die Geburtsstrahlte, die geschmeckt wurde, aber die Schwäne. Und deswegen bin ich wirklich, und das meine ich ganz. Und ich habe ganz angesagt, dass alle die Freiheit gelassen haben und mich ermahnt haben, aber die Schwäne weggeräumt haben und dafür gesorgt haben, dass am Ende ein gutes Produkt geworden ist. Und dass auch manchmal Zähne das getan haben. Ich weiß das, ich habe das gesehen, so wie immer war es manchmal auch riskiert, manchmal aus Naivität. Wir haben gestritten. Manchmal haben Sie oder ich miteinander geflucht, aber zwei Dinge zumindest in diesen zwei Jahren immer. Erstens, Sie haben einen Blick auf genau die Dinge, wo ich blinken. Und da, ich sage, ich kann viel Verwaltung lernen, auch in den nächsten Jahren. Deswegen will ich auf keinen Fall der Akademie auf diese Struktur verzichten. Und das Zweite, und das ist nicht selbstverständlich, Sie meinen es gut mit der Akademie. Es ist nie eine persönliche Fehde gewesen, sondern der Akademie hat, sondern es war immer da ein Struktur, es funktioniert, es gehört uns, es sind Arbeitsplätze, der Maschinen. Und manches, was anstrengend war für mich, wusste ich immer, es ist gut gemeint. Und dafür einen großen herzlichen Dank. Jetzt zur Tagesordnung. Sie müssen sich vorstellen, Sie nehmen einen kommunalen Auto mit, war bei Akademie-Leiter Kreisenhaus. Über Arbeitszeiten und Ordnung brauchen wir nicht zu sprechen. War ein Leitwagen und ich frage in Bonn,
ist das ein Wiesel. Ich sage, das ist ein bisschen. War es eine tolle Veranstaltung, ich habe einen erforderlichen Glauben, ich war weiter, krank und leer. Und natürlich am Durchschluss in seinem Arm bin ich, kann ich diese, und zwar nicht so, dass ich sein Gemälde habe. Weil ich bin da losgefahren. Jeder weiß, was in diesem Moment passiert, wenn sie einen Sina hat. Dementsprechend dachte ich, dass ein Liebeschaden dort in der Hand schreibe. Also dann auf Beifahrer, auf der Abstellspur stand, da hat der Referent des Kardinals, der hinten saß, steigen wir aus. Und dann hat der Kardinal gesagt, naja, können wir aussteigen und es passt in den Unfall. Sie hat jemanden drauf, so einen Motor, wenn die Teile aus dem Gebiet sind. Wir haben auch gesetzt, die Motor, und sind zuletzt vom Auto des Weges war. Das heißt, in den Fehler, die Daten dann schon abgestellt auf der Gaststelle oder im Industriegebiet im Hafenstein. Wartet man aber auf einen Taxi, was man sozusagen sich heute mal aufgebrachte. Und da hat der Kardinal, hören Sie mal, wir haben jetzt so eine Geschichte für uns. Ich bin Jean-Claude. Ganz winzig, Space sagen, wir haben eine ganz enge Connection gehabt. Und noch einen, der mal auf den Kardinal. Und dann gab es den nächsten Morgen zu Hause. Weil, wie gesagt, wenn ich stark war, schickt er eine starke Frau. Die haben gesagt, die Geschichte erzählt beim Frühstück. Dann sagten sie, um Gottes Willen, was hat denn das Taxi gekostet? Und dann sagten sie, 50 Euro. Und dann sagten sie, um Gottes Willen, wer soll denn das bezahlen? Da habe ich gedacht, das ist nichts gegen das, was ich noch erwartet. Dann steht der ganze Motor kaputt. Denn das ist die Anekdötchen vom ganzen Quartal. Aber eben auch, dass man dazu sagen muss, dass auch da das Bistum sehr pragmatisch könnte. Und jetzt ein Satz noch dazu, dass ich nicht vergessen will. Es gibt viele Gastwiederanekdötchen von Thomas Arnold. Und manchmal auch der Sachsenhofer, aber weder Thomas Arnold ist der Akademie noch der Sachsenhofer. Sondern zu dieser Akademie gehört ein ganzes Team. Ich freue mich sehr, dass einige ehemalige da sind. Wenn er sich verzerrt und verzerrt, gibt es auch ein paar, die irgendwann sagen, cool, das ist woanders entspannter. Aber ich freue mich auch, dass das Team heute Abend fast alles hier in den anderen Problemen Bahnsteig heute lassen. Ich weiß, das Team, ein Teil ist hier, ein Teil ist sicher im Raum da. Ich habe Ihnen vieles zugemutet. Erst recht in der letzten Woche, also in der Teamsitzung haben wir nochmal gesprochen und gesagt, ich habe es immer als Mensch erlebt, die bis ans Maximale angehen und das mitmachen. Und ich habe sie als Team erlebt. Und es war mir persönlich auch wichtig, dass wir echt gestritten und gerungen haben und uns auch die Meinung gesagt haben. Und das sage ich nicht nur mit einem Lächeln, das war auch anstrengend, auch für eine Lage zu machen. Das war gut. Und ich möchte Sie bitten, erstens wertzuschätzen, dass diese Akademie die hohe Veranstaltung im Jahr und dann die Gäste und die Schildkräfte. Und fünf Bodens, ja, Chemnitz, Salzig, Zwickau, Dresden, Freiberg und eben den Projekten mit dem Podcast und Kassel und rundherum, dass dieses Team ein Gesicht gegeben hat, dieser Akademie in den letzten Jahren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie einmal jetzt nach vorne kommen, damit Leute sehen, dass es nicht nur ein Thomas Arnold ist, sondern dass es ein Team war, was es dann gestaltet hat. Frau Eberhaber und Frau Kern, schon jetzt die wichtigsten Leute Deutschlands in den kleinsten Dörfern von Sachsen, auf Herrn Surbaus hat. Herr Hofer, der nicht nur für das Bistum die Glockenwelt lässt, sondern sechs und die uns in dem Projekt Open Perspectives prophetisch sensibilisiert, wo wir postkolonialistisch klüger werden sollen, die Welt zu Bedarfsgüter an Süden weitet und durch Kooperation die BZ auch strukturell ganz neue Ideen ist. Frau Heidt, die künftig die politische Bildung verantwortet und gleich mal die nächsten Wochen fast alle meine Veranstaltungen nimmt. Herr Berg, der aktuelle Besonder, der eigentlich schon ganz anders hin wollte, nämlich der Evangelische Akademie. Und von uns gekabert wurde eine kluge und immer coole Handanlegung von verlässlichen Hilfen. Herr Wagner, der in Zwickau Schule und Römerforum miteinander verbindet, ist zum Leuchtturm in Westsachsen,
während des Traumjahrlach und Orgiebeis. Wir Menschen wachsen die reichen Kunstschätze des Landes ehrenamtlich vom Mittel. Herr Professor, geben Sie, der seinen Ruhestand auch wohl überwältigt können, auch uns beobachten, dass es ebenso als Verrat zur Verfügung steht, als auch als ein Blick auf Leipzig von dem ganzen Gesellschaft. Herr Burger, den müssen Sie sich heute denken, der nämlich gegen Warnstein nicht da sein kann, aber nicht nur für die eigenen Projekte in der Akademie im Kopf gehalten hat, sondern für Daniel Leipzig, Frank Wollschläger, Frank Barmann und Emily Siegel im Podcast den Herz und Haltung eingesichtet. Und last but not least, liebe Leute, Frau Münchner, die formale Geschäftsführerin der Akademie ist aber unterwegs so viel gewähren. Mandantin und Warnerin des Haushalts. Wissen über die ganze Geschichte der Akademie und weitblickende Kirchengesellschaft sein soll. Liebe Frau Winkler, kommen Sie bitte wirklich in die Mitte. Jetzt sind Sie ja unglaublich emotional, Sie haben es schon mal gesagt, ich finde es richtig schwierig. Aber wir zwei haben hier doch die Geschichte gemacht. Wir haben gegriffen, wir haben gelacht, wir haben miteinander diskutiert, wir haben diese Woche noch gesagt, Winkler hat gesagt, was, man kann Leute kennen, ihre Sonnenzeit und ihre Röchelzeit, aber natürlich auch ihre Schattenzeit. Und es ist ja so, ja. Und wir haben so die Geschichte miteinander, die uns echt bis an die Substanz gebracht hat. Wo wir uns gegenseitig kennengelernt haben und wissen, wo wir den roten Knopf anhaben. Und über die Halsherde hinausgehen. In den über 7 Jahren waren Sie jene Blick, der mich auf den Knopf gegeben hat, die Unfriedlichkeit mitgemacht hat, in der Form betrachtet hat, wo es lagte. Und als Sie länger krank wurden, fehlte in der Akademie. Oft habe ich gesagt, wir gehen zusammen, Sie in Rente, ich war das hin, Sie meinen immer, ich sei hier. Liebe Frau Winkler, ein ganz persönlichen, ganz großer Dank. Und jetzt sage ich Ihnen, liebe Leute, nicht nur mal Fahrrad, sondern dieses Team ist die Akademie. Vielen Dank. Das muss man eben auch mal ertragen. Und deswegen bricht nach dem 31. Januar oder nach dem 1. Februar auch nicht zusammen, sondern es bricht auf. Ich wünsche Ihnen und euch, dass Sie bis an die Grenzen gehen, für Sachsen auch wieder Impulsgeber und Sinnstifter zu sein. Und ich wünsche Ihnen Kraft, das Denken und die Debatte mit dem Herz und Haltung zu erreichern und Horizonte zu öffnen. Oder kurz gesagt, Gottes Segen für Ihr weiteres Hören in und mit der Akademie. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich nicht jedem Kooperationspartner danke. So viele sind ich wirklich von Herzen gefreut, dass Sie gekommen sind. Weil bei jeder Person denke ich an Geschichten, die wir zusammen erlebt haben, die wir zusammen vielleicht auch mal gestritten haben, getrunken haben und die ich vielleicht auch manchmal an die Grenze gebracht habe, wenn ich nochmal mit Geld gebraucht hatte oder bis zur letzten Minute noch nicht lieber durfte. Ich freue mich, dass die Leute so zahlreich erschienen sind. Ich werde jetzt nicht jeden aufzählen, weil dann werde ich jemanden vergessen. Aber ich lade es ein, in auch untereinander auch in Kontakt zu kommen. Jetzt gleich bei mir. Zwei letzte Gedanken. Erstens, nehmen wir, ich habe gesagt, Aufzählung, aber es gibt noch ein paar, ich brauche Wasser. Zwei letzte Gedanken. Erstens, neben dem Team gibt es eine zweite Säule, die man nicht so sieht und die privat Hintergrund stabilisieren und auffangen, dass so vieles möglich wird. Schwiegereltern und Eltern, die mittwochs kommen und auch Kinder aufpassen und so oft an vielen Stellen da sind, dass er laden. Und falls die Gewalt uns nicht was zu rechnen kommt, was uns da erwartet, und ich habe damals gesagt, das ist auch anstrengend, oder wird anstrengend, ich habe nur sagen, die ganze 7,5 Jahre war anstrengend. Und auch hast du daraus gesagt, hätte ich das gewusst. Danke für deine Geduld. Und
auch selbst die mögliche ausreichte fürs Aushalten. Und ich habe im Laufe der Jahre verstanden, warum viele Akademiedirektoren das erst zum Ende ihrer Dienstzeit machen und Akademiedirektoren werden. Oder warum sie Priester sind. Weil dann in dieser Lebensphase die Kinder und die Familienbedingungen teilweise haben, ist etwas zurück in die Gemeinde. Und natürlich vielen Dank, liebe Eltern und Schwiegereltern, liebe Freunde und Bekannte und Vertraute, dass sie mich praktisch unterstützt haben. Zweitens, für mich war das und ist das auch bis zum 31. kein Job. Und tatsächlich habe ich oft darüber nachgedacht, in diesem großen Begriff. Ich würde sagen, es war Beruf. Da passte das, wofür ich brenne. Und das, was ich gern mache, zusammen mit der Aufgabenbeschreibung, Tätigkeitsbeschreibung, die Profilchen. Diese Aufgabe lebt von der Macht des Wortes und am Ende aber Worte des Wirkens brauchen. Für mich persönlich kann ich sagen, der Soziale Ausschuss braucht auch noch Thomas Arnold. Für das Ministerium verspreche ich am 1. und 2. jährlich ruhiger sein. Aber eine Akademie ist mehr als ein Ort der Erwachsenen, weil sie den Streit und Wahrheit auf dem Areopag provoziert. Und sie ist mehr als das Haben selber eines Bistums, weil ein christlicher Glaube ohne Vernunft verkümmert. Zusammen mit dem Herz und dem Tod. Dann werden dafür die leidende Verantwortung übernehmen und es ganz anders machen. Und ich lasse es ein, lasse es einfach bei. Die Akademie wird anders werden, aber es wird sicher nicht schlechter werden. Und dann werden einige sagen, jetzt ist es viel besser, und manche werden sagen, jetzt ist es viel schlimmer und schlechter. Lasst euch nicht davon unruhig. Die Kooperationspartner bei Erdam haben ein Programm. Behaltet die Gelassenheit und bewahrt euch den Frieden nach innen. Es ist keine billige Harmonie, sondern aus meiner Sicht die Kraft und Streit und Versöhnen. Und es geht nach außen in der Form, die am meisten Erinnerungen erzeugen wird. Akademie ist der Ort geistigen Antrieb zur Erinnerungsansicht und die Brücke zum Denken der Welt. Das sollte sie bleiben und das sollte die Kirche von morgen machen. Das wünsche ich. Mir persönlich, weil auch gesagt, das Team hat es jetzt auch noch mir geht das schon alles ganz nah. Das ist gerne gemacht, das gehört zu Beginn dazu. Aber ich freue mich aufs Neue. Ich freue mich auch, um andere Elbseite kennenzulernen. Ich bin dankbar für das, was ich erhalten habe, Möglichkeiten zu gestalten. Und ich weiß, dass jetzt auch die Zeit reif ist, das Gesehnte ohne mich weiter wachsen zu lassen. Ich will einen herzlichen Dank sagen an die Big Band und Herrn Kuhling, die das musikalisch im Abend hervorragend hat. Ich will und ich will herzlich danken Herrn Reimer, der im Hintergrund alles gewuppt hat, sodass wir jetzt noch an diesem Wein oder Sekt oder ähnlichem zusammenstehen können und sich austauschen können. Und jetzt mache ich nicht mit Thomas Gottschalk und da können zu Hause mehr vielleicht als was ich in der Akademie sagen wollte, aber gestern hat er so unbedingt den Paulschen Panther sehen. Und vielleicht kennt ihr den Satz. Ich komme wieder, das ist noch nicht Ende aller Tage. Mal gucken, wo wir uns wiedersehen. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Bis bald. Auf welcher Seite auch im Deal. Thank you.